Oh nein! Hallo Jerry, wie merkwürdig, dass wir uns hier treffen. Ende. Oh, es ist die Alarmanlage vom Haus. Hinten im Garten wurde Alarm ausgelöst. Das ist nicht fair. Ich habe doch noch nicht mal geduscht. Für deine Körperpflege hast du nachher noch Zeit. Jetzt ist es Zeit, Agentin zu sein. Seht nur. Nimm dies, Eindringling. Und das. Und ein von denen hier. Hi-ya! Mädels? Vielleicht sollten wir unsere Strategie zuerst angreifen, dann Fragen nochmal überdenken. Ich glaube, er macht nur den Pool sauber und seinen panischen Schrei nachzuurteilen ist Schwimmen nicht so direkt sein Ding. Ich kümmere mich drum. Oh, wow. Er ist fantastisch. Je m'appelle Guillaume. Und offenbar ist er Franzose. Ja, und das macht ihn sogar doppelt so fantastisch. Ich wette, meine Eltern haben ihn mir als Geschenk geschickt. Sie sind gerade in Frankreich. Hi, ich appelle mich Alex. Ich aber dein Leben gerettet, To. Clover, s'il vous plaît, dich zu treffen, Monsieur Guillaume. Lasst es lieber, Mädels. Euer Französisch ist très lahm. Maintenant, je vais retourner au travail. Es lass. Machst du Scherze? Ich hab total gespürt, dass er mich gut findet. Er hat doch eben mit mir gesprochen. Schön wär's. Aber ich habe ihn gerettet. Also er wäre doch ohne mich gar nicht hier. Jetzt ist es amtlich. Ihr seid beide total verrückt. Tut mir leid, dass ich Sie so früh kommen lasse, aber ich habe eine aufregende Ankündigung zu machen. Ich werde heiraten. Heiraten? Ich gebe zu, es kommt überraschend, aber warum Zeit vergeuden, wenn man weiß, dass es so sein soll? Honigkuchen! Hey, Mona Wiesbottom? Unsere Ex-Nanny ist Honigkuchen? Okay, offensichtlich ist dieses Verrücktheitsding ansteckend. Hallo Mädels, es ist ja so schrecklich wunderbar, euch wiederzusehen. Es war unglaublich. Ich hatte mitten in der Wüste einen Platten und auf einmal tauchte Myrna auf, um mich zu retten. Nicht gerade meine Vorstellung von Vorsehung, aber ich bin ich und Sie sind Sie. Also, tun Sie es, Jerry. Herzlichen Glückwunsch. Die Hochzeit ist schon bald und ich brauche Ihre Hilfe. Alex, Sie kümmern sich um die Eingeladenen, Clover um die Dekorationen und Sam um die Blumen. Eats. Sie haben Hochzeitsutensilien bestellt. Das ist ja so furchtbar aufregend. Aber total. Und wer könnte besser eine Hochzeit dekorieren als ich? Na, da bin ich aber gespannt, Clover. Jetzt hopp hopp, wir haben nicht viel Zeit. Okay, hallo. Bin ich denn hier die Einzige, die denkt, dass das alles ein bisschen zu schnell vor sich geht? Kann es sein, dass ihr zwei das gut findet? Das ist das Brautjungfernkleid. Das muss doch hässlich sein. Wie könnte sonst die Braut gut aussehen? Nicht das Kleid, die Hochzeit. Ich meine, Jerry kennt Myrna kaum. Und falls ihr es schon vergessen habt, sie geht einem total auf die Nerven. Oh, und genau deshalb passen die beiden doch auch so gut zusammen. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass wir nicht früher drauf gekommen sind, sie zu verkuppeln. Oh. Freunde, Angehörige, Spione. Wir sind zusammengekommen, um diese beiden Agenten zu vereinen. Wir sollten Jerry so schnell wie möglich aus der Sonne holen. Er ist ganz verbrannt. Ich glaube, eher jemand ist ein bisschen neidisch auf sein glückliches Strahlen. Und ich glaube, ihr solltet jetzt still sein, damit ich zuhören kann. Willst du, Myrna Beastbottom, Jerry Lewis zu deinem gesetzlich angetrauten Ehemann nehmen? Ich will.
Und willst du Jerry Lewis Myrna Beesbottom zu deiner gesetzlich angetrauten Ehefrau nehmen? Ja, ich will! Dank der Kraft, die mir verliehen wurde, erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Jerry! Halten Sie durch, Jerry! Keine Angst, Jerry, ich komme! Ich hab sie, Jerry! Gut gemacht, Sam! Das hätte ihr Ende sein können, Jerry. Häschen. Honigkuchen. Das meint man wohl, wenn man sagt, dass man einen Abgang macht. Komm, mein kleiner Mümmelmann, die Feier muss jeden Moment beginnen. Okay, wieso würde ein Stück Klippe einfach so abbrechen? Aha, ich wette, das hier hat etwas damit zu tun. Komm schon, Sammy, lass uns gehen. Ja, du willst doch nicht verpassen, wie Jerry Myrna mit Kuchen füttert, oder? Diese ganze Jerry-Myrna-Geschichte ist mir nicht geheuer. Irgendetwas stimmt da nicht. Und ich werde herauskriegen, was es ist. Ça me brise le cœur de voir une piscine dans cet état. Hast du das gehört? Er hat gesagt, ich habe sehr schöne Augen. Nein, hat er nicht. Er sagte, mein Lächeln wäre einfach bezaubernd. Könnt ihr euch nicht mal konzentrieren? Es ist doch nicht nur merkwürdig, wie Myrna plötzlich aus dem Nichts auftauchte, sondern genauso, dass sie nicht versucht hat, Jerry zu retten, als er fiel. Sie ist eine frühere Wub-Agentin. Das ist ein Instinkt. Sie war wahrscheinlich vor Schreck wie erstarrt. Das passiert, wenn jemand, den man liebt, in Gefahr ist. Denk doch mal nach. Wenn Myrna wollte, dass Jerry was zustößt, warum dann bei einer Hochzeit mit so vielen Wub-Agenten? Vielleicht habt ihr recht. Aber irgendetwas stimmt hier trotzdem nicht. Dann sprich doch mit Jerry darüber. Ja, erzähl dem alten Knaben, wie du dich fühlst. Das mache ich. Ich werde ihn gleich anrufen. Hallo, Mädels. Hey, Myrna. Wo ist Jerry? Warum gehen Sie an den Kompoda? Häschen hat sich den Tag freigenommen, um sich von seinem Missgeschick auf der Klippe zu erholen. So bin ich eingesprungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bin ich wirklich mehr als qualifiziert. Sicher. Sagen Sie ihm, dass ich angerufen habe. Myrna vertritt Jerry. Jetzt reicht's. Ich gehe sofort rüber zu seinem Haus. Seinem Haus? Wie total aufdringlich. Ich komme mit. Viel Spaß. Ich bin ganz in der Nähe, wenn ihr mich brauchen solltet. Wenn ich es mir genau überlege, bleibe ich doch lieber hier. Wir sehen uns, Sammy. Mir kommt's vor, als würde ich sie nicht kennen, Jerry. Hey, was ist das? Ich wusste es. Irgendetwas stimmt hier nicht so ganz. Also hier kann ich unmöglich richtig sein. Oh, Jerry, was ist denn mit Ihnen los? Oh, meine Myrna, ich vermisse sie so. Sie ist in meinem Herzen, sie ist in meiner Seele, sie ist in meinem Muffins. Ich backe kleine herzförmige Muffins, die genauso süß sind wie Sie. Haben Sie etwa Ihren Verstand verloren? Das Einzige, was ich verloren habe, ist mein Herz an Myrna. Ich habe sogar ein Lied über Sie geschrieben. Meine Myrna. Sie stecken wirklich in großen Schwierigkeiten, Jerry. Es muss einfach irgendetwas geben, dass Sie sich so verhalten lässt. Oh ja, wenn ein Mann einmal einen Trauring überstreift, verändert das sein Leben. Das ist es, der Ring. Er ist es, der Sie kontrolliert. Ist er nicht wunderschön? Genauso schön wie meine Myrna. Jerry, sehen Sie, der Diamant. Er pumpt so eine Art Flüssigkeit in Sie hinein. Hände weg, Mädel. Honigkuchen. Wo ist denn das glückliche Strahlen der Braut hin, Myrna? Es ist Zeit für unsere Flitterwochen an den Niagara-Fällen. Und jetzt dein liebes Häschen und warte im Wagen. Okay, meine Liebe, was immer du von mir verlangst. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber ich werde nicht zulassen, dass Sie Jerrys Verstand weiter vernebeln.
Glaubst du wirklich, dass Whoop mich zu eurer Nanny gemacht hätte, wenn sie gedacht hätten, dass du mich besiegen könntest? Die Flitterwochen sind vorbei, Myrna. Und mit dir ist es auch vorbei. Denk noch mal nach, meine Kleine. Okay, was hat das mit den Wurfsternen auf sich? Sind sie eine Art Ninja oder so? Also genau genommen bin ich das. Und während meines Trainings habe ich auch etwas über einen alten japanischen Kräuterliebestrank erfahren. Ach so, das enthält also Jerrys Ring. Ziemlich clever, was? Und genau deshalb verdiene ich es auch, Whoop zu führen und nicht dieses Muttersöhnchen Jerry. Und wie du gerade gesehen hast, ist er nicht in der Lage, mich aufzuhalten. Aber ich kann das. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber warten Sie, bis ich hier wieder raus bin. Du kannst es gerne versuchen, bis du schwarz wirst, aber dank Jerrys Großzügigkeit wird Whoop bald mir gehören. Und hier kommt noch eine sehr alte japanische Kräuterrezeptur. Genieße sie. Nein, danke. Weg hier raus. Das war lustig. Aber nicht so lustig, wie Myrnas Pläne zu durchkreuzen. Alles klar, Jerry. Ich weiß, dass Sie immer Arbeit mit nach Hause nehmen. Fluganzüge. Abgefahren. Nicht schlecht. Oh, Jerry, einen Tag verheiratet und plötzlich kann er nicht mehr hinter sich aufräumen. Aufblasbar. Endlich ein Anlass, Barett zu tragen. Accompagnez-moi zum le cinéma? Pardon? Was sie meint ist, vous et moi gehen zusammen ins Restauranto por etwas Spachteln reinhauen. Clover, Alex, beeilt euch. Myrna ist ein gemeiner Ninja, der Jerry loswerden will, damit sie Whoop übernehmen kann. Kommt euch das bekannt vor? Der hier steckt in Jerrys Reifen. Es ist genau der gleiche wie der, den ich an den Klippen fand und wie der, den Myrna nach mir warf. Wie man sieht. Tut mir leid, Guillaume. Wir müssen jetzt leider gehen. Au revoir. Wie sagt man auf Französisch? Wir müssen unseren Boss vor dieser gemeinen Ninja-Braut retten. Das ist unglaublich romantisch, meine Liebe, um nicht zu sagen total erfrischend. Es wird gleich noch wesentlich aufregender, mein kleines Schnuckelpuckelhäschen. Oh. Da haben Sie recht. Du... Ich hätte dich loswerden sollen, als ich noch deine Nanny war. Deine Schwester.
Spiel ist vorbei, Myrna. Lassen Sie Ihre Hände von Jerry. Mit Vergnügen. Jerry! Ihr zwei folgt Jerry. Ich kümmere mich um Myrna. Honigkuchen! Romantik so schlecht aussehen lassen. Offensichtlich ist Jerry kein guter Schwimmer. Wie cool! Wir können ja wirklich unter Wasser atmen und reden. Ja, aber können wir auch Jerry finden? Professionelle Rettungsschwimmerin werden. Das ist schon das zweite Mal diese Woche, dass ich jemanden rette. Du kannst mich nicht aufhalten. Dazu bist du nicht gut genug. Nach diesen schrecklichen Brautjungfernkleidern, ich bitte Sie, jemand wird dafür bezahlen und ich glaube, dass Sie das sind. Nein! Ah! Ja, mein Ehering! Meine Güte, hab ich? War ich? Oh nein! Und jetzt Vorteil Ninja. Vorteil wirklich wütende Agentin. Die Leute hast dich vorgeben, ihre Freunde zu sein. Honigkuchen? Mümmelmann, du musst mir sofort helfen. Oh, das werde ich natürlich gerne tun. Nein, ich... Oh, sieh nur, wie wundervoll ich bin. Ich bin unwiderstehlich, einfach fantastisch. Und dazu auch noch so schrecklich klug. Echt schräg, die bewundert ja wirklich sich selbst. Und zwar noch mehr als gewöhnlich. Kommen Sie, Jerry. Wir müssen ein für alle Mal rausfinden, wen Guillaume gut findet. Und Ihr Französisch ist doch wirklich très fantastico. Ladies, ich bin gerade so gar nicht in der Stimmung, Liebesgedichte zu übersetzen. Sie schulden uns was, Jerry. Wir haben Sie vor einem Leben voller Leid bewahrt. Wo ist Guillaume? Sammy, was hast du mit ihm angestellt? Unerhört! Nach allem, was wir miteinander erlebt haben, nach diesen Tagen zusammen, an denen wir Liebkosungen ausgetauscht haben, Macchio, Mandy! Qu'est-ce que vous avez, les filles? Vous n'appréciez pas d'avoir une piscine propre?
Hat er ihr gerade gesagt, dass sie schöne Augen hat? Dieser Wiederholer! Keine Angst, Ladies. Nach dem, was Guillaume gesagt hat, mag er Mandy nicht besonders. Alles, was ihn interessiert, sind Poolausstattungen, Filter und Abschöpfen. Wirklich? Das ist alles, worüber er spricht? Über den Pool? Wirklich. Arme Mandy. Wenn sie doch nur wüsste, wie furchtbar lächerlich sie sich macht. Ja, also hallo. Das spürt man doch wirklich sofort, ob jemand einen mag oder nicht. Vielleicht war es dumm von mir zu glauben, dass Myrna seelenverwandt wäre, aber in der Liebe ist nichts vorhersehbar. Offensichtlich war Myrna noch undurchsichtiger, denn sie stellte sich als äußerst gemein heraus, aber... So sehr mein Herz leidet und so sehr ich es bedauere, dass die Frau, die ich liebte, sich nur für sich selbst interessierte, bedauere ich nicht, dass ich der Liebe eine Chance gegeben habe. Ja. Ich habe mal das Gleiche für einen stahlfreien Toaster empfunden. Dieses Kung-Fu-Fondue, das Training ist einfach toll und es gibt dort fantastisches Essen. Es ist das angesagteste Studio in ganz Beverly Hills. Hä? Was war denn das? Ich weiß nicht, aber wir sollten nicht versuchen, es herauszufinden. Clover. Okay, klasse. Ab zum Duschen. Nicht du, Samantha. Es tut mir leid. Wenn du es nicht bis nach oben schaffst, muss ich dich in eine andere Sportklasse schicken. In eine andere Sportklasse? Ja, an einen ganz besonderen Ort, wo du mit anderen bewegungsgestörten Schülerinnen wie du eine bist zusammen lernst. Hä? Sie meinen, Sam wird wie der letzte Trottel behandelt? Wir nennen so ein Kind lieber T-R-O-B. Trainingsteilnehmer an richtig organisierter Bewegung. Vertrau mir, es ist nur zu deinem Besten. Wow, hartes Brot, Sammy. Aber ich will gar kein Taub sein. Dann musst du eben lernen, wie man klettert. Ich meine, wie hart kann das schon sein? Du kletterst doch auf unseren Missionen alles Mögliche hoch. Naja, mit meinem Bungee-Gürtel ist das auch ziemlich einfach. Er erledigt die ganze Arbeit für mich. Wie eklig! Wann sind diese Handtücher zum letzten Mal gewaschen worden? Hätten Sie nicht warten können, bis wir geduscht haben, Jerry? Ich meine, hallo! Wir riechen etwas streng. Verzeihung, Ladies, aber Gefahr hält sich nicht an Hygienepausen. Es gibt eine Häufung an vermissten Personen in der Gegend von Beverly Hills. Die kommen mir bekannt vor. Gehen Sie auf die Beverly High? Also, wenn er da hingeht, muss er aber wirklich sehr viel Unterricht versäumt haben. Sie werden auf Ihrer Mission etwas Zubehör brauchen. Oh, Itzhoffs. Ach, ich meine, der erstaunliche Itzhoffs. Was? Itzhoffs hat ein neues Hobby. Er lernt gerade zaubern. Bitte bewundern Sie ihn. Willkommen alle zusammen. Als erstes Zubehörteil haben wir etwas ganz Besonderes. Warten Sie! Wo ist es denn hin? Sagen Sie mal, was haben wir denn hier? Multifunktions-Talisman-Armbänder. Nicht schlecht, Itzhoffs. Und nun sehen Sie, wie ich diese einfache Münze nehme und meinen besonderen Zauberstab benutze. Tada! Scharfwürziger Kaugummi. Er verursacht beim Kauen ein starkes Schwitzen und er wird glitschig. Scharfwürziger Kaugummi? Das WUP-Forschungslabor muss unterbesetzt sein. Für meinen nächsten Trick präsentiere ich Ihnen eine meiner größten Erfindungen.
Abracadabra! Und was macht diese Erfindung? Ich meine, außer hässlich aussehen. Dieser Gürtel schnürt zwei oder mehr Personen zusammen und ermöglicht ihnen, über die Kampfkunstfähigkeiten des jeweils anderen zu verfügen. Also ist Sam dann in der Lage, meinen patentierten rennenden Seitentritt auszuführen? Und Alex kann meine Fäuste des Zorns imitieren? Sie werden in der Lage sein, jede Bewegung nachzuvollziehen, die sie in Filmen oder Videospielen gesehen haben. Aber der Gürtel kann nur kurze Zeit getragen werden oder er verursacht starke Kopfschmerzen. Du meine Güte! Es findet gerade eine versuchte Entführung statt. Ein Beverly Hills Teenager hat soeben auf seinem Handy den Notruf gewählt. Na dann, los geht's, Mädels. Und nun zum großen Finale. Jetzt sehen Sie sich. Und jetzt, tada, wieder dich. Dieses Handysignal eben kam ungefähr von hier. Oh. Was siehst du da etwa, die Kidnapper? Nein, es ist das Kung-Fu-Fondue. Der angesagteste Training-Restaurant-Tempel in der Stadt. Es ist fast unmöglich, in einen ihrer Kombi-Koch-Übungskurse zu kommen. Ich habe gehört, dass man nach ein paar Lektionen biegsam genug ist, um mit seinen Zähnen durch den geschmolzenen Käse zu tauchen und die dann in seinen Mund zu schnipsen. Oh. Wir können später über Fondues reden, Mädels. Jetzt geht's an die Arbeit. Es ist Mandy und es sieht so aus, als ob sie in großen Schwierigkeiten steckt. Wir brauchen ein paar Verkleidungen. Wie stylisch und dazu noch elegant. Keine Sorge, Miss. Wir sind hier, um Sie zu retten. Naja, könnten Sie sich denn mal ein bisschen beeilen? Wow, seht euch nur mal die abgefahrenen Bewegungen an. Ich kann nicht glauben, dass wir auf den ältesten Trick der Welt reingefallen sind. Kopf hoch! Ah, sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun? Keine Angst, Kleines. Wir haben alles unter Kontrolle. Zuerst keine Dusche und jetzt das hier. Du musst jetzt mit uns kommen. Lass sie nicht abhauen, Sammy! Ich bleib dran! Schon fast. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Sam, wieso nimmst du nicht deinen Bungee-Gürtel, um das Gebäude hochzuklettern? Ich werde es doch niemals lernen, wenn ich ihn benutze. Ich will einfach kein Tod sein. Was sollen wir denn jetzt tun? Sie sind einfach mit Mandy verschwunden. Am besten wäre es, wenn wir jetzt nach Hause gehen und feiern. Clover, auch wenn wir sie nicht mögen, müssen wir ihr trotzdem helfen. Hey, ich glaube, ich habe hier etwas. Es stammt von einem ihrer Schuhe. Und diese Insignien kommen mir sehr bekannt vor. Lasst sie uns einfach scannen und Jerry schicken. Vielleicht kann er sie ja entziffern. Ich verstehe das nicht. Ich meine, wer würde all diese Leute entführen wollen? Ganz besonders Mandy. Vielleicht jemand, der nicht ins Kung-Fu-Fondue reingekommen ist und die Warteliste verkürzen wollte. Ganz egal, was es ist ganz schön schräg. Findest du nicht, Sam? Sam? Glaubst du, dass sie auch entführt worden ist? Wir rufen lieber Jerry an. Warte mit dem Anruf. Ich will kein T-R-O-B sein. Was gibt's, Jerry? Ich habe die Ergebnisse der Analyse der Insignien. Es ist das Symbol der Power Yoga Chi Kwon Do. Hey, das ist der Übungskurs, den wir letztes Jahr besucht haben. Oh ja, und dann war das Ganze nicht mehr angesagt. Wartet. Deshalb kommen mir die Entführten so bekannt vor. Die waren alle in unserer Klasse, Mandy eingeschlossen. Offensichtlich hat Shirley, die Frau, die den Kurs geleitet hat, schon vor Monaten die Stadt verlassen. Also, ich habe das ungute Gefühl, dass sie zurückkommt und wir sie bald wiedersehen. Ich auch. Sie sind die Einzigen aus der Klasse, die noch entführt werden müssen. Seien Sie vorsichtig. Hey, Mandy, was machst du denn hier? Also, dieses Shirt ist total unvereinbar mit deinem Karma. Was ist das für eine komische Yoga-Sprache? Euer Astralkörper ist ja sowas von überholt. Wo hat sie das gelernt? Fürchtet euch vor meinem Cobra-Stil! Hör auf, Mandy, wir wollen dich nicht verletzen. Ich schon. Und jetzt trifft die Schlangenbeschwörerin. Oh, ja.
Okay, genug rumgespielt. Jetzt ist Zeit fürs Zubehör. Von Mandy überlistet worden. Oh, das ist nicht mein Tag. Ihr kommt jetzt alle mit mir mit, ihr Ungläubigen. Ich bin luftkrank. Wie unheimlich. Das Haus wurde wohl von einem etwas Durchgeknallten gebaut. Wir müssen sofort raus hier. Nicht bevor ihr alle meine Yogi-Kollegen trefft. Was ist das hier? Ein Freak-Zirkus? Shirley! Sieh an. Interessant, wer sich endlich herbemüht hat. Die schlechtesten Schüler, die ich jemals hatte. Was hast du für ein Problem, Shirley? Mein Problem ist, dass ihr meinen Power-Yoga-Shikwondo-Kurs wie eine vorübergehende Mode behandelt habt. Wegen euch musste ich mein Studio schließen, aber jetzt ist die Zeit für Rache gekommen. Vielleicht sind damals alle ausgestiegen, weil sie die Lehrerin nicht ertragen konnten. Also, das hatte wirklich nichts mit mir zu tun. Ihr wart einfach undankbar. Ich habe meine ehemaligen Schüler so trainiert, dass sie mir dabei helfen, meine Konkurrenz auszuschalten. Wenn das Kung-Fu-Fondue erstmal geschlossen ist, werde ich mein Studio wieder eröffnen und dann sofort wieder die gesamte Fitnessszene von Beverly Hills beherrschen. Ganz schön große Pläne, Shirley. Natürlich habe ich große Pläne. Bald wird jeder in ganz Los Angeles zu meinen begeisterten Anhängern gehören. Wie hast du alle so beeinflusst, dass sie wieder zu dir zurückgekommen sind? Gute Frage. Dir wird noch mal leid tun, dass du sie gestellt hast. Erfreut euch am Anblick meiner Skimaschine. Oh. Nachdem sie sie durchlaufen haben, erzielen meine Schüler die gleichen Ergebnisse, als wenn sie 5 Jahre lang hart trainiert hätten. Die hätte ich gebraucht, als ich Klavierunterricht hatte. Hier lernen meine Gefolgsleute sofort mit ihrer Energie richtig umzugehen und innere Stärke zu entwickeln. Natürlich geraten sie dabei unter meine totale Kontrolle. Wickelt sie ein! Wie du befiehlst! Gebt schon auf! Das wird doch niemals funktionieren! Das werden wir ja sehen. Und jetzt kommt, Schüler, wir müssen meditieren, bevor wir das Kung-Fu-Fondue zerstören. Wenn wir das Ding nicht loswerden, werden wir alle zu singenden Zombies. Wenn doch jetzt nur Itzhoff hier wäre, dann könnte er uns verschwinden lassen. Ich weiß nicht, ob Itzhoff uns helfen kann, aber vielleicht kann es das Zubehör. Will jemand einen scharfwürzigen Kaugummi? Ich hoffe, er wirkt besser, als er schmeckt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er uns helfen soll. Hey, so schlecht schmeckt er doch gar nicht. Was denn? Ich mag scharfes Essen. Oh, ich fühle mich auf einmal, als wäre ich in der Sauna. Ich weiß, was du meinst. Ich habe nicht mehr so geschwitzt, seit ihr mein Tagebuch gelesen habt. Bei mir wirkt es nicht. Ich glaube, meine Toleranzgrenze für scharfes liegt echt hoch. Keine Sorge, Leute, ich mach das schon. Dieses Ding will sich nicht bewegen. Dann ist es Zeit für den Direktangriff. Dieser Direktangriff nervt. Ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Warum hilft mir denn keiner? Sammy! Sammy, geht's dir gut? Euch wird auch gleich ein neues Karma verpasst. Keine Angst, Sam. Dir wird bei Wub geholfen werden. Hilfe! Ungläubige! Ungläubige! Diese Yogis strapazieren wirklich meine Geduld! Das kannst du laut sagen, so kommen wir echt nicht weiter! Gebt es auf, Mädels! Nichts kann Power-Yoga-Shikwondo aufhalten! Also ehrlich gesagt, seid ihr keine Konkurrenz für unsere Zieh-den-Teppich-unter-euren-Füßen-weg-Technik! Funktioniert leider nicht. Komm schon. Es wird langsam Zeit, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Brutal. Sieht so aus, als ob wir jetzt beide Maniküren benötigen würden. Wieso haben wir nicht die Treppe genommen? Sieht so aus, als ob Shirleys Maschine Sams Kletterproblem gelöst hat. Ja. Sie braucht noch nicht mal ihren Bungee-Gürtel.
wird Zeit, dass wir einen Notruf an Boot senden. Das ging schnell. Die sollten sich überlegen, Pizza zu liefern. Was ist passiert, Ladies? Wir haben Shirley gefunden und sie hat Sam und den Rest unserer Exkursteilnehmer durch Gehirnwäsche in Anhänger des Power-Yoga-Chic von Do verwandelt. Und sie greifen das Kung-Fu-Fondue mit ihrer riesigen Muskelkraft an. Wir werden garantiert Verstärkung brauchen. Ich werde sofort jeden verfügbaren Whoop-Agenten zum Kung-Fu-Fondue schicken. Das Fitnessstudio, das ich jemals gesehen habe. Hört mal! Oh, da kommen sie schon! Bereitet euch vor, Agenten. Es ist Zeit zu kämpfen. Los, gib auf, Shirley. Wir sind in der Überzahl. Die Zahl eurer lächerlichen Agenten ist überhaupt nichts im Vergleich zu meiner inneren Kraft. Und schon bald wird die ganze Stadt zu meinem ganz persönlichen Fitnessstudio werden. Yogis, Angriff! Yeah! Attacke! Sam, ich würde Sie ungern verletzen. Denken Sie dran, sich vor den Übungen immer zu dehnen. Wer ist der Nächste, hm? Aber gerne. Ja, pass auf. Yeah. Ich entschuldige mich schon im Voraus. Bei der Kraft der Swami! Rama, Rama! Oh! Ja? Bereite dich darauf vor, der Kraft von Alex gegenüber zu stehen. Seht euch mal diese tolle Fußarbeit an. Echt unfair. Ich nenne das hier die ungesalzene Brezel. Diese Stunde müssen wir versäumt haben. Wir sind keine Konkurrenz für Sie. Glaubst du? Sam, erinnern Sie sich nicht, wer ich bin? Wir sind im gleichen Team. Ich bin mit Ihnen in keinem Team, alter Mann. Alter Mann? Ich zeige Ihnen, wer ein alter Mann ist. Ich warte. Ich will Ihre Bewegungen sehen. Ich weiß immer noch, wie es geht. Das war das 2-auf-einmal-Special. 2-auf-einmal? Das bringt mich auf eine Idee. Auch auf die Gefahr von möglichen nervtötenden Kopfschmerzen hin. Und Modesünden, die zu zahlreich sind, um sie zu nennen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Gürtel wirkt, also beeilen wir uns. Nur weil ihr einen schwarzen Gürtel tragt, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch so gut kämpft. Doch, das tut es. Den Dehnangriff gelernt. Ich habe ihn in Affenfaust 3 gesehen. Diese Affen wissen wirklich genau, wie man kämpft. Wow! Ich wusste gar nicht, dass ich meinen Körper so biegen kann. Wer sagt, dass Wrestling gucken Zeitverschwendung ist? Lass mich raten. Das ist bestimmt vom letzten Karate-Kommando-Videospiel. Genau so ist es, Agentenschwester. Ich verstehe das nicht. Ihr zwei wart doch meine schlechtesten Schülerinnen. Wir haben inzwischen geübt und jetzt werden wir dir mal eine richtige Lektion erteilen. In meinem Kopf fängt es an zu hämmern. In meinem auch. Wir sollten hier schnell fertig werden. Bereite dich auf was vor, Shirley, denn von nun an ist das einzige Mantra, das du wiederholen wirst, ouch! Ich habe inzwischen die absolute Kraft erworben. Mich kann man nicht mehr besiegen. Absolute Kraft? Triff meinen linken Fuß! Schön lächeln und dabei kann
Brombeer sagen. Sieht so aus, als ob sie die gescheiterte Verbrecherpose übt. Gute Neuigkeiten, Ladies. Wenn Ihre Anhänger rückwärts durch diese Chi-Maschine gehen, werden sie wieder normal und können sich danach an nichts mehr erinnern. Was bedeutet, dass Mandy nicht mehr weiß, wie sie uns fertig gemacht hat? Und Sammy wird schon bald wieder auf unserer Seite sein. Was ist denn passiert? Alles ist irgendwie verschwommen. Wir wollen mit dir zu einem Fondue gehen. Ah, du hast uns einen Tisch im Kung-Fu-Fondue reserviert. Cool. Sieht aus, als ob die Tatsache, dass sie von Shirley hypnotisiert wurde, einen Vorteil hatte. Ja, Sam sieht erstaunlich aus. Sogar besser als vorher. Ein Kinderspiel. Ich bin kein Trupp. Gut, weiter so, Sam. So schnell wie du ist bisher noch keiner bis ganz nach oben geklettert. Ich wünschte, der Rest der Klasse könnte das genauso gut. Okay, ihr könnt jetzt alle gehen. Habt ihr das gehört? Ich bin die beste Kletterin der Klasse. Ich bin wie eine Spinne. Ich kann überall raufklettern. Wow, ich bin gut. Wir sind alle stolz auf dich, Sam. Ja, mach weiter so, Sam. Aber wartet kurz. Wie komme ich denn hier wieder runter? Hilfe, Leute. Keine Angst, Sam. Was aufsteigt, kommt auch wieder runter. Irgendwann schon. Wartet, wartet. Wir sind ein Team, oder? Kommt schon, könntet ihr vielleicht die Feuerwehr rufen oder wenigstens eine Leiter holen? Bitte, Leute! Klar, Yoga ist eine gute Übung, aber es steckt noch mehr dahinter. Zum Beispiel, wenn es in der Schule oder beim internationalen Spionieren Schwierigkeiten gibt, dann brauche ich nur 5 Minuten Yoga und meine Probleme verschwinden wieder. Ich meine, es ist so, als ob ich die absolute Kontrolle über alles hätte. Als ob mich nichts aufhalten könnte. Ich könnte alles tun, worauf ich mich konzentriere. Hilfe, Mädels, Hilfe! Schultonhalle in einen Ort zu verwandeln, der würdig genug ist, um unser Essen für die Neumitglieder hier zu veranstalten, ist eine Herausforderung. Aber vielleicht können wir ja die Basketballkörbe mit ein paar geschmackvollen Fassaden verdecken. Brillant, Randolph. Fassaden wären geradezu perfekt, um etwas zu verdecken. Warum muss Sam eigentlich jedem drögen Club in der Schule beitreten? Oh ja, Sam, ich stimme dir zu, dass der japanische Kugelfisch ein exotisches Gericht ist. Aber kaum geeignet für Gäste, die nicht darum gebeten haben, beim Essen ihr Leben zu riskieren. Oh. Nun, nach dem Essen würde der Club sich sehr gerne bei Musik und Tanz vergnügen. Okay, also das ist auf jeden Fall meine Abteilung. Hör dir das an. Keine Frage, aber ich glaube, dass wir Clubmitglieder bei einem so förmlichen Anlass uns an etwas Traditionellerem erfreuen wollen. Wie an einem Tango. Na, wie wär's mit uns beiden? Schrecklich leid. Meine Schuld. Ich hätte wissen müssen, dass du mit den korrekten Schritten eines richtigen Tanzes nicht vertraut bist. Ich bin so
unkultiviert. Das bist du nicht, Sam. Komm schon, vergiss dieses Schnarchfest und amüsier dich beim Beverly Hills Glamour-Jahrmarkt. Glamour-Jahrmarkt? Damit jeder mich auslachen kann? Das glaube ich nicht. Ich werde mich nicht wieder in der Öffentlichkeit zeigen, bis ich vorzeigbar bin. Wir gehen in die Benimmschule. Denk daran, Samantha. Eine gute Sprechtechnik und eine korrekte Haltung sind der Schlüssel für einen guten Eindruck. Wiederhole, was ich sage. Dürfte ich Ihnen eine Tasse Orangen-Darjeeling-Tee anbieten? Jetzt du. Dürfte ich Ihnen eine Tasse Orangen-Darjeeling-Tee anbieten? Versuch's nochmal. Nur recke diesmal deine Nase höher in die Luft. Dürfte ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Dürfte ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Besser. Und nun zur Haltung. Wir benutzen dieses Telefonbuch von Beverly Hills, um die vorbildliche Fortbewegung zu üben. Diese vorbildlichen Benimmregeln sind doch total aufgesetzt. Das passt doch gar nicht zu Sam. Ich weiß, sie tut das alles nur, um Randolph zu gefallen. Randolph sollte versuchen, sie zu bezaubern. Dürfte ich Ihnen eine Tasse Orangen-Darjeeling-Tee anbieten? Oh, wo sind Sie denn alle hin? Meine Damen, es ist unhöflich zu gehen, ohne Adieu zu sagen. Los, nicht verschütteln! Also, Spione, das ist eine Premiere. Ich habe Sie anscheinend beim Teetrinken unterbrochen. Ganz und gar nicht. Dürfte ich Ihnen eine Tasse Orangen-Darjeeling anbieten? Ja, gern. Und mein Kompliment, Sam. Mir gefällt Ihre neue Persönlichkeit sehr gut. Wirklich? Sehen Sie einen Unterschied? Aber absolut. Sie erinnern mich ein bisschen an meine Mutter. Autsch! Zu unserer heutigen Mission. Kurz, es ist nicht viel passiert. Nur eine Anzahl von Vorfällen, die geringfügigen Vandalismus oder Gewalt mit Keulen umfassen. So eine Art spontanen, primitiven Verhalten. Sie schicken uns auf eine Mission, um ein paar sich schlecht benehmende Typen einzusperren? An der Welteroberungsfront war wohl heute nicht viel los. Obwohl die Vorfälle verhältnismäßig geringfügig erscheinen, passieren sie häufig genug, um Wub auf den Plan zu rufen. Im Moment scheint sich gerade ein Vorfall im Einkaufszentrum von Beverly Hills abzuspielen. Bei uns? Ja, Sie erhalten jetzt Ihr Zubehör und dann gehen Sie los. Eats out. Heute benutzen Sie den modischen Hitzesensor, die Bewegungsmelder-Sonnenbrille, eine Lasernagelfeile und den Tornadokracher-Haartrockner. Und Sie werden auf jede Art von Wetter vorbereitet. Saurer Regen eingeschlossen mit diesem kompakten, zusammenklappbaren, Teflonschicht gepanzerten Regenschirm. Also ab ins Einkaufscenter. Und nicht vergessen, kein Shopping. Sie sind im Dienst. Wir kommen zu spät. Das Einkaufszentrum ist zerstört worden. Was ist passiert? Ein Aufstand? Plünderung? Räumungsverkauf? Hört mal, klingt so, als ob der Zerstörer hier noch irgendwo ist. Ich sehe nichts. Warte mal. Da, beim Schuhladen. Hey, du großer Affe! Ich glaube nicht, dass die deine Größe sind. Musst du schon etwas früher aufstehen, Naturbursche? Sie sind vielleicht langsam, aber sie sind ganz schön kräftig. Wer auch immer, was auch immer sie sind, ihre Sprechtechnik und Haltung sind einfach furchtbar. Ganz abgesehen von ihrem Sinn für Fairness. Hey, was ist das? Richtiger Tiger. Aber wenn diese unzivilisierten Höhlenbewohner genauso dumm sind, wie sie aussehen, könnte es mit einem Hologramm klappen. Das sollte beweisen, dass ich auf einer höheren Entwicklungsstufe stehe, obwohl das nicht so viel zu sagen hat. Hey, du großer Trottel! Weißt du nicht, dass an den Haaren ziehen unhöflich ist? Lass sie gehen! Oder... Alex, denk nach! Er zieht mir die Haare! Keine Angst, Sam. Ich überliste einfach diesen Affenmenschen. Oh,
Geht's dir gut, Sam? Nichts, was eine Dauerwelle nicht richten kann. Dieser Schläger hatte diesen Speer von einem Typen, der nicht wie die anderen aussah, aber jetzt sehe ich keinen mehr. Er muss mit dem Rest des Gesindes abgehauen sein. Dann ist das der einzige Affenmensch, der übrig geblieben ist. Sehen wir ihn uns mal an. Das ist Randolph. Das ist wirklich Randolph. Also bringen wir ihn jetzt zum Verhör zu Whoop oder setzen wir ihn lieber beim Zoo ab? Alex, siehst du nicht, dass er gar nicht er selbst ist? Sieht aus, als hätte er sich zurückentwickelt. Er wacht auf! Ich kann nicht glauben, dass ihr Randolph gefesselt habt. Genug amüsiert, ich rufe jetzt Jerry an. Guten Tag, Spione. Gibt es etwas zu berichten? Wir haben einen der Einkaufscenter-Zerstörer, aber stellen Sie sich nur vor, es ist Sams Schwarm aus der Schule. Wirklich? Ich hätte gedacht, dass Sam einen besseren Umgang pflegt als mit ganz gemeinen Randalierern. Er ist doch kein Randalierer. Er ist Vorsitzender eines Vereins für soziale Belange. Ein wohlerzogenes, kultiviertes menschliches Wesen, das gerne Früchte aus Wachs frisst. Wir sollten ihn uns mal genauer ansehen. Es scheint so, als ob dieser Randolph ein Höhlenmensch ist. Was? Nach den Berechnungen, die ich soeben angestellt habe, vor allem in Bezug auf die Größe des Schädels, hat er alle körperlichen Merkmale des Neandertalers. Aber wir haben ihn gerade erst gestern gesehen und er war der kultivierteste Junge der ganzen Schule. Also lässt jemand die Gehirne intelligenter Menschen schrumpfen, um sie in primitive Höhlenmenschen zu verwandeln? Warum sollte man das tun? Gute Frage. Haben Sie vielleicht noch andere Hinweise? Hier ist noch der Speer, den er trug. Nicht gerade eine sehr modern aussehende Waffe, nicht wahr? Ich hab was. Der Speer sieht genauso aus wie der aus der Anthropologieabteilung der Universität von Beverly Hills. Dann gehen Sie jetzt sofort zur Schule und klären Sie, ob es eine Verbindung gibt. Ich lasse Randolph zu Whoop bringen, um zu sehen, ob man den Gehirnschrumpfungsprozess umkehren kann. Ich hoffe stark für Sam, dass Sie es auch schaffen, oder das Clubtreffen wird wirklich interessant werden. Ich hoffe, wir lösen den Fall, bevor der Glamour-Jahrmarkt vorbei ist. Ich will mit der neuen Achterbahn fahren, dem Lockenstab. Nach dem neuen Schuladressbuch ist das Büro desjenigen, der für die Ausstellungsstücke zuständig ist, Professor Link. Ich bin mir nicht mal sicher, dass dieser Karl ein richtiger Professor ist. Seht euch doch nur mal diese Pseudodiplome an. Die Fernstudium-Universität von Mikronesien gab es in Tijuanas Technik-Uni etwa keinen Platz mehr? Eigentlich ist Link von so gut wie jeder Uni abgelehnt worden. Harvard, Princeton, na diesem exklusiven Club für Leute mit hohem IQ. Hört mal her, aus dem Anthropologie-Journal. Professor Links Theorien eignen sich nicht mal für ein drittklassiges Stipendium. Wenn er ein Erstsemester wäre, würde Link wahrscheinlich wegen Rechtschreibschwäche durchfallen. Armer Kerl, der kann einem mir fast leid tun. Sieht so aus, als ob er klug genug wäre, in einer Quizshow zu verlieren. Hey, dieser Typ könnte der gewesen sein, den ich im Einkaufszentrum mit dem Speer gesehen habe. In diesem Fall hätte er Professor Link schon früher getroffen, wenn dieser kleine Kerl nicht sogar Professor Link ist. Wieso würde er denn ein Bild von seiner Niederlage aufheben? Aus demselben Grund, weshalb er die ganzen Ablehnungsschreiben aufbewahrt. Auf jeden Fall stimmt mit ihm irgendwas nicht ganz. Eine richtige Höhle. Oder zumindest eine richtig künstliche. Wow, es sieht hier wie in einem Museum aus. Das alles ist so authentisch. Das gestohlene Werkzeug, die Höhlenmalereien, die primitiven Menschen. Ja, es sieht wirklich so aus, als würden sie an einem echten Feuer echte Waffen herstellen. Nein. Die sind echt und die Waffen auch. Wir sitzen in der Falle. Okay, wir haben uns schon aus schwierigeren Lagen befreit, also kommen wir auch hier raus, oder? Vielleicht müssen wir das gar nicht. Sieh nur. Professor Link, schätze ich. Tolle Idee, die Höhlenmenschen mit dem blöden Kostüm zu erschrecken, Link. Sie sind schlauer, als sie aussehen. Es heißt Professor Link. Und schon sehr bald werde ich der klügste Mensch auf der ganzen Welt sein. Ergreift sie! Ich glaube, wir haben den Verbrecher gefunden. Wir haben uns schon bei den ganzen falschen Zeugnissen gedacht, dass sie hinter all dem hier stecken. Ja, alle gemeinen Verbrecher, die wir kennen, sind wirklich böse Genies, nicht nur vorgetäuschte.
Und Sie ziehen sich auch besser an. Wo haben Sie dieses komische Gauner-Outfit hier aus dem Ramsch verkauft? Also, ihr drei unterschätzt mich. Naja, das wird bald niemand mehr tun. Nicht, wenn ich dafür sorge, dass die gesamte menschliche Rasse sich zurückentwickelt. Okay, ich bin dran. Wieso? Nach vielen Jahren der ständigen Zurückweisung durch die akademische Welt habe ich versucht, mich durch die Erweiterung meiner Gehirnkapazität zu einem intelligenteren Menschen zu machen. Hiermit! Unglücklicherweise hatte mein Mikrowellenstrahler den gegenteiligen Effekt. Und so beschloss ich, der klügste Mensch auf der ganzen Welt zu werden, indem ich die anderen alle einfach dümmer mache. Das ist ziemlich schlau. Nicht gerade sehr ehrgeizig, aber schlau. Seht euch nur einmal um. Diese Kreaturen bildeten einmal die Physikfakultät des Beverly Hills Gemeindeinstituts. Glaubt ihr mir etwa nicht? Dann seht euch mal meine kleine Vorführung an. Das hier ist der Leiter der Astronomieabteilung. Wenn ich die Jumbo-Version meines großartigen Apparats benutze, wird Beverly Hills schon sehr bald in der Steinzeit angekommen sein. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis ich die ganze Welt zurückentwickelt habe. Außer mir natürlich. Wir werden Höhlenmädchen sein, viel rohes Fleisch essen und Tierhäute tragen? Oh, keine Sorge. Ich habe mir für euch drei etwas ganz anderes ausgedacht. Ihr werdet gleich den Weg der Dinosaurier gehen. Vielleicht wird ja ein zukünftiger Paläontologe eure Fossilien in ungefähr 1 Million Jahren oder so entdecken. Tada! Wir müssen uns schnell etwas ausdenken. Durch diesen Rauch wird mir langsam ganz schwindelig. Wir haben noch den Tornadokracher Haartrockner. Mit ihm können wir uns von der Grube wegblasen. Wenn wir doch nur unsere Hände befreien könnten. Hey, ich habe beim letzten Kampf eine Feuerstein-Pfeilspitze aufgehoben. Was? Ich dachte, die würde hübsch einer Halskette aussehen. Sei bereit, Sam. Sie ist fast durch. Lasst uns Link aufhalten, bevor Beverly Hills mit hohlköpfigen Horden von Idioten verstopft ist, die mit alten Klamotten und leeren Blicken durch die Stadt ziehen. Hört mal, das muss das Geräusch von Professor Links Gehirnschrumpfungsapparat sein. Er hat schon angefangen. Aber von woher kommt es? Es muss irgendwo ganz oben sein. Da, das Riesenrad auf dem Glamour-Jahrmarkt ist hier der höchste Punkt. Los, schnell! Alle in Beverly Hills sind wirklich zu Höhlenmenschen geworden. Oh, nur fast jeder. Sie nur. Ich frag mich, wieso wir nichts davon spüren. Da ist ein dreister Höhlenmensch auf dem Dach. Den hol ich mir. Alex, warte! Hab ihn! Das ist der Wagen. Solange wir alle hier drin bleiben, sind wir geschützt. Alex, komm schnell wieder rein. Du verwandelst dich da draußen langsam in ein Höhlenmädchen. Sieh nur. Wisst ihr, ich glaube, ich sollte vielleicht mal meine Augenbrauen zupfen. Wir müssen sofort weg hier. Dein Gehirn ist schon vom Strahl verändert worden, aber bleib jetzt bitte unter dem Schirm. Hast du verstanden? Alex! Wow, das ist ja ein ungeheuer großes Rad. Sie hat genau die richtige Idee. Wenn wir Professor Link aufhalten wollen, müssen wir auch da hoch. Also sind die Spione entkommen, kein Problem. Kümmert euch einfach um sie, meine treuen Neandertaler. So hier! Ah!
schwer genug, da hochzuklettern, wenn einen keine Trottel mit Pfeilen beschießen. Solange die mit nichts Schwererem werfen, können wir das durchhalten. Wir schaffen es niemals, da hochzukommen. Nein, aber Alex ist dafür schon fast an der Achse. Wenn wir sie dazu bringen könnten, den Bolzen mit ihrer Lasernagelfeile durchzuschneiden, wird das ganze Ding sofort in sich zusammenstürzen. Alex, schneide den Bolzen durch! Deine Lasernagelfeile, benutze sie! Und jetzt schneide den Achsenbolzen durch! Sie werfen das Riesenrad um! Los, lauf zu ihnen und haltet sie auf! Geschafft, das ganze Riesenrad stürzt darunter. Jerry? Sind Sie auch ein Höhlenmensch? Nicht ganz. Zum Glück war der Gehirnschrumpfungsapparat nicht in der Lage, das Whoop-Hauptquartier zu durchdringen. Die einzigen Betroffenen waren diejenigen, die außerhalb ihren Kaffee tranken, darunter leider auch ich. Aber sie haben den Rest Südkaliforniens davor bewahrt, zurück in die Steinzeit geschickt zu werden. Ich habe eine Frage. Bleibe ich denn jetzt so? Zum Glück haben wir einen Weg gefunden, den Gehirnschrumpfungsprozess umzukehren. Es gab schon erfolgreiche Tests bei Randolph und jeder, der von Linksstrahl getroffen wurde, sollte wieder normal werden. Und ohne jede Erinnerung an seine Höhlenmenschenzeit. Oh, dann geht's Randolph wieder gut. Und falls es dich interessiert, was ist mit Alex? Oh ja, natürlich. Guten Abend. Schön, dass Sie kommen konnten. Reizendes Kleid. Willkommen zu unserem großen Vereinsdinner. Du kannst dir deine große Damennummer für den öden Randolph aufheben. Apropos Randolph, wo ist er eigentlich? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er sollte sich eigentlich um die Musik kümmern. Das sollte die steifen Neuankömmlinge etwas auflockern. Randolph! Du bist irgendwie nicht mehr der gleiche wie vorher, oder? Nein, den öden, langweiligen alten Randolph gibt's ab jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wieso ich meine wilde Seite so lange unterdrückt habe. Komm schon, Sir, tanzen wir. Vielleicht später. Wie du willst. Sieht fast so aus, als ob Randolph immer noch ein bisschen vom Höhlenmenschen in sich trägt. Nichts, was ein paar Benimmstunden nicht beheben könnten, oder, Sir? Ich glaube nicht, dass der alte Randolph jemals wieder zurückkommt. Hey, Randolph, ich zeig dir, wie man richtig tanzt. Ich hoffe, du hältst noch eine Weile durch. Ich glaube, ich habe bei dieser ganzen Neandertaler-Mission was gelernt. Es ist nicht so wichtig, dass man den perfekten Stil hat. Hauptsache, das Make-up stimmt. Ich meine, hallo, es ist doch total normal, sogar gesund, wenn man sich aus dem Bett rollt und den Tag über entspannt. Pony Quarterback Rick ist hier, um dich zu sehen. Oh, Lippenstift! Frisur! Ich entspanne mich dann morgen. Langsam. Also wirklich, Sie hätten sich einfach ein bisschen beeilen sollen.
Okay, je schneller wir damit fertig sind, desto schneller sind wir zu Hause. Wollen Sie irgendwo hin? Tut mir leid, hier ist leider besetzt. Also wirklich, geben Sie es doch endlich auf. Übrigens hat Ihnen noch keiner gesagt, dass Braun das neue Schwarz ist? Ich gebe niemals auf! Jetzt hatten Sie aber wirklich Ihren Spaß. Es ist Zeit mitzukommen. Könnten diese Missionen noch leichter für uns sein? Wieso schmeckt dieser Saft nach verschwitzten Sportsocken? Ih, was ist denn mit meiner Zahnpasta los? Was ist denn nur mit dem Saft passiert? Ich brauche morgens meinen Saft. Hey, sieh mich nicht so an. Jemand ist hier eingebrochen und hat meine Minzzahnpasta mit diesem ekligen Orangenzeug vertauscht. Hier ist keiner eingebrochen. Ich habe nur alles im Haus durch Produkte auf Karottenbasis ersetzt. Wie war das? Ich mache die neue Kaninchendiät. Kaninchendiät? Heißt das etwa, du isst rein gar nichts außer Karotten? Korrektur, sie bringt uns dazu, nichts außer Karotten zu essen. Das ist gerade überall super angesagt. Wusstet ihr, dass euch schon eine Karotte die Energie gibt, einen ganzen Kilometer zu laufen? Vertraut mir, Mädels, Karotten sind das Innengemüse. Jeder, der etwas darstellt, isst sie zurzeit. Vergiss es, Alex, ich will keine Karotten, höchstens wenn sie wie Diamanten aussehen. Aber Mohrrüben sind erstaunlich. Sie verbessern dein Sehvermögen, steigern deine Sprungkraft und helfen gegen Schuppen. Also gut, ich will die erste sein, die sagt, ii. Mohrrüben sind okay, Alex, aber eine totale Karottenherrschaft geht doch ein bisschen zu weit, findest du nicht? Na, was sagt ihr jetzt? Und ich friere nicht mal. Hatte ich erwähnt, dass Karotten unter anderem eine natürliche Kälteregulierung besitzen? Ja, Mutter, ich hole dich vom Flughafen ab. Nein, Mutter, du brauchst keinen eigenen Kopfkissenbezug mitzubringen. Ja, Mutter, ich bin sicher, dass ich dich abholen kann. Nein, Mutter, das ist kein Problem. Auf Wiedersehen, Mutter. Wie unhöflich. Ich meine, hallo. Verzeihung, Ladies. Da meine Mutter schon nächste Woche zu Besuch kommt, ist hier alles ein wenig durcheinander geraten. Die Klimaanlage leider eingeschlossen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schon viel besser. Also, was haben wir denn so früh am Morgen für ein Problem, Jerry? Ich habe Sie kommen lassen, weil ich fantastische Neuigkeiten habe. Sie sind befördert worden. Befördert? Wieso? Wo ist der Haken? Kein Haken. Sie drei werden ganz offiziell Ihre Junior-Agentinnenzeit beenden und sich dann Wups-Elite-Spionen anschließen, was für Sie mehr Gefahr, mehr Verantwortung und mehr Missionen bedeutet. Ist das nicht aufregend? Und über genau welchen Teil von mehr Gefahr, mehr Verantwortung oder mehr Missionen sollen wir uns jetzt so freuen? Na, ich verstehe Ihre Besorgnis. Aber ich versichere Ihnen, das ist eine wundervolle Gelegenheit. Sehr wenige Agenten erreichen jemals diese Stufe. Ich finde, Jerry hat recht. Es klingt aufregend. Nein, es klingt so, als ob wir ziemlich schwitzen werden. Und zwar schon bald. Aber dank meiner neuen Karottendiät bin ich in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Ermuntern Sie sie bloß nicht, Jerry. Vertrauen Sie mir. Wussten Sie, dass Mohrrüben mit Vitamin A und Beta-Carotin geradezu vollgestopft sind? Tja, ich glaube, das Kapitel habe ich in meinem Kaninchen-Diätbuch ausgelassen. Eine halbe Karotte. Ihre Karotinwerte sind aber gefährlich niedrig, Jerry. Hier, das sollte helfen. Ich glaube, es ist Zeit für Sie zu gehen. Viel Glück. Wow, ich liebe den griechischen Stil. Oh, es ist wie bei einer Reality-Show, nur dass nichts gestellt ist. Ein unendlich großer Pool. Ein Whirlpool. Daran könnte ich mich wirklich gewöhnen. Guten Morgen, Ladies. Mein Name ist Terence. Ich werde während Ihres Aufenthaltes Ihr Gastgeber sein. Freut mich, Sie kennenzulernen, Terence. Dürfte ich Sie jetzt in Ihre privaten Gemächer führen? Endlich kriege ich die Annehmlichkeiten, die ich so verdient habe. Ich hoffe nur, ich habe genug Karotten mitgebracht. Wählen Sie eine Tür, irgendeine. Jede einzelne führt zu Ihrer eigenen Suite. Warten Sie, es gibt 4 Türen, aber wir sind doch hier nur 3. Hey! Ladies, ich würde Ihnen gern Ihren Mitagenten Dean vorstellen. Er wird sich Ihrem Training anschließen. Darf ich, Terence? Ich heiße Clover, aber du kannst mich Volltreffer nennen.
Mädels? Oh, das alles hier ist zu schön, um wahr zu sein. Oh, wer hätte gedacht, dass wir mal Arbeit und Vergnügen verbinden können? Und es wird sogar noch besser. Wir sind zum Abendessen eingeladen worden? Nicht nur zum Abendessen, es ist eine schwarze Krawattengala. Oh, wartet, ich kann nicht gehen. Ich habe nichts Passendes anzuziehen. Fantastisch! Oh. Bedienen Sie sich, nehmen Sie, was Sie brauchen. Die Nummer 3 ist für den Schneider. Oh. Jetzt ist eins klar. Hier gehe ich nie wieder weg. Seien Sie pünktlich um 8 Uhr unten und kommen Sie nicht zu spät. Ihre Lehrer warten auf Sie. Wir werden da sein, elegant angezogen. Also ich persönlich kann es gar nicht abwarten, mit dem Superagententraining anzufangen. Ich verstehe das nicht ganz. Ich dachte, wir wären hier, um unsere Lehrer zu treffen. So ist es auch. Bitte setzen Sie sich. Was ist mit den Tabletts? Ich wette, da ist ein köstliches Gourmetgericht mit einem unaussprechlichen Namen drunter. Also, worauf warten wir noch? Nehmen wir doch einfach den Deckel ab und sehen nach. Sie geben uns auch noch Juwelen. Kommt das vielleicht nur mir so vor oder wird der Abend immer besser und besser? Spione, treffen Sie jetzt bitte Ihre Lehrer. Oh. Na los, öffnen Sie sie. Oh. Willkommen. Hallo. Sehr erfreut. Freut mich, Sie kennenzulernen. Während Ihres Trainings werden Sie Trainer und Mentoren sein. Ihre Medaillons rufen Sie herbei, wenn Sie sie brauchen. Oh, ich verstehe. Die Medaillons projizieren eigentlich unser eigenes Ich. Du bringst es auf den Punkt, Clover. Hey. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Da Sie nun Ihre Lehrer kennengelernt haben, werden wir sofort mit dem Training beginnen. Aber was ist mit dem unaussprechlichen Gourmetgericht und meinem Designer-Outfit? Konzentriere dich. Vergiss deinen Hunger. Im Moment musst du deine Arbeit erledigen. Das ist die streng geheime Whoop-Trainingseinrichtung? Irgendwie dachte ich, hier wäre alles etwas mehr. Hightech. Cool. Willkommen zum Training. Ihr seid hier, weil ihr für die Auserwählten seid. Auserwählte? Ja, klar. Verzeihung, wir dachten, es wäre ein Scherz. Das ist kein Scherz. Dass Sie Spione geworden sind, war kein Versehen. Wow! Bin ich das da wirklich? Wir haben euch seit der Geburt beobachtet. Deine Neigung, Zubehör zu benutzen und deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, waren schon in einem frühen Alter zu erkennen. Sogar damals war ich schon verrückt nach Jungs. Was wichtiger ist, deine Agentenfähigkeiten und deine Beobachtungsgabe waren deinem Alter Lichtjahre voraus. Apropos Beobachtungsgabe, wie hat Whoop mich denn überwacht? Kameratastisch, wo wir noch beim Thema seiner Zeit Lichtjahre voraus sind, was den Stil angeht. Hey! Gut gemacht! Du bist ja so schnell wie ein Kaninchen! Ich kann nicht glauben, dass ich damals schon so kaninchenmäßig drauf war. Deine athletische Kraft und die Fähigkeit, sich zu verkleiden, sind nicht unbeachtet geblieben. Was ist mit Dean? Dean war am weitesten von euch. Er wurde schon am Tag der Geburt ausgewählt. Deans Intelligenz und seine natürliche Kampfbegabung sind einfach beispielhaft. Schon als Baby ein süßer Kampfsportler. Ich glaube, ich bin verliebt. Oh, geh zur Seite, ich habe ihn zuerst gesehen. Das ist doch nicht, wir haben ihn alle zur gleichen Zeit gesehen. Mädels, bitte. Es ist doch nun wirklich genug Dean für alle da.
Ja, Ladies, bitte. Wir sollten uns konzentrieren. Lassen Sie jetzt bitte mal die Superspion-Simulation 1 laufen. Dann beginnt jetzt das virtuelle Training. Das lässt meinen schlimmsten Albtraum aus dem Sportunterricht wahr werden. Hab keine Angst, Clover. Wir sind doch die Auserwählten. Alles wird ganz sicher gut werden. Eure erste Mission. Überwindet ohne runterzufallen diese Schlucht. Ach, danke schön. Das habe ich mir fast gedacht. Also, wer will zuerst gehen? Mit der Kraft der Kaninchen sollte ich sogar in der Lage sein, rüberzuspringen. Kein Problem. Also, wenn du kein Problem sagst, dann gibt es eigentlich immer ein Problem. Das läuft doch wirklich ausgesprochen gut. Das ist ein Kinderspiel. Das Geheimnis ist nicht... runterzusehen. Hab dich! Wie sollen wir denn nur darüber kommen? Superagentenregel Nummer 1. Schätzt eure Angst ein und manipuliert sie dementsprechend. Wartet, ich glaube, ich hab's. Du glaubst, du hast was? Bei dieser Aufgabe spielt der Geist die wichtigste Rolle. Alles, was wir tun müssen, ist, die Augen zu schließen und uns vorzustellen, dass die Schlucht nicht so steil ist. Kontrolliert euren Geist weiter, so Superagenten. Wo sind wir denn eigentlich? Und wieso tragen wir diesen Sichtschutz hier? Vielleicht ist es ein Spiel wie dem Esel einen Schwanz anstecken oder Topf schlagen oder sowas. Das bezweifle ich. Ich habe eher den Verdacht, dass was auch immer es sein mag, es nichts Gutes bedeutet. Was sollen wir denn hier überhaupt anstellen? Außer darauf zu warten, dass wir angegriffen werden. Superagentenregel Nummer 2. Ihr müsst Vertrauen in eure Intuition haben. Meine Intuition sagt mir... Hey, das ist es. Wir brauchen nicht zu sehen. Wir brauchen nur unsere Agenteninstinkte. Ein guter Gedanke. Naja, bei diesem unfairen Sichtvorteil... Wenn ich nicht diesen blöden Sichtschutz tragen würde, wäre ich mit meiner neu gewonnenen Kaninchenseeschärfe unschlagbar. Clover, rechts von dir! Dicht daneben ist auch vorbei. Gute Arbeit. Eure letzte Mission gelangt auf die andere Seite des Flusses. Wenn ihr alle meine Kaninchen-Diät mitgemacht hättet, hätten wir alle einfach rüberspringen können. Ihr müsst das bereitgestellte Boot benutzen. Außerdem hat die ganze Sache noch ein paar Haken. Das war ja klar. Erstens, Dean muss immer im Boot sein. Zweitens, es ist nur Platz für Dean und einen weiteren Spion im Boot. Drittens, Clover und Alex dürfen nie allein bleiben. Viertens, Sam und Alex dürfen auch nie allein zusammenbleiben. Verstanden? Ja, ich habe verstanden, dass das die verwirrendsten Regeln sind, die ich jemals gehört habe. Sie haben 3 Minuten. Okay, was ist, wenn ich Clover mit rübernehme, dann für Alex zurückkehre und dann Sam hole? Aber Alex und ich werden doch allein sein, während du dann Clover rüberbringst. Und ich werde mit Clover allein sein, während du Sam holst. Ich glaube, ich hab's. Zuerst bringt Dean Alex rüber und dann fährt er zurück und holt mich. Er lässt mich auf der anderen Seite raus, aber nimmt Alex wieder mit. Dann lässt er Alex da, während er Sam mit rübernimmt. Schließlich holt er dann Alex. Das ist eine ganz einfache Teamwork-Übung. Clover, das war ganz erstaunlich. All die Jahre, die ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, wie ich Designerklamotten bezahlen kann, haben sich ausgezahlt. Kommt schon, Spione. Lasst uns jetzt anfangen. Ihr seid am Ende eures Trainingstages angelangt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so müde gewesen bin oder so verspannt. Oh. So muss es wohl sein, wenn man zu den Auserwählten gehört. Naja, dieser Auserwählte würde jetzt sehr gern den Zimmerservice in Anspruch nehmen. Ich habe gehört, der Karottenkuchen soll ganz... Ein Erdbeben! Sucht irgendwo Schutz!
Also, seit ich in Kalifornien bin, habe ich noch nie so ein langes Erdbeben erlebt. Wir sollten mal nachsehen. Was kann denn ein Haus nur so zum Erbeben bringen? So ist es besser. Jetzt kann ich wenigstens nachdenken. Ich glaube nicht, dass mir dieses Geräusch besonders gefällt. Ich glaube, die Wände kommen uns immer näher. Keine Panik. Vielleicht ist das immer noch Teil unseres Trainings. Unsere Lehrer antworten nicht mehr. Lasst uns die Türen und Fenster probieren. Alles ist verschlossen. Wir sind eingesperrt. Viel schlimmer. Wir werden zerquetscht. Lasst uns versuchen, diese Vorhangstange zwischen die Wände zu schieben. Beim Renovieren. Los, das packen wir. Also, ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, los! Oh, das war ganz schön knapp. Vergesst nicht, Spione. Schätzt das Ausmaß eurer Angst ein und manipuliert sie dementsprechend. Seht mal ein Dachfenster. Vielleicht können wir es zur Flucht nutzen. Es ist doch viel zu hoch für uns. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal Jerrys Turbogartenschlauch plus ausfahrbare Leiter 9000 wünschen würde. Wenn wir dieses Wasserrohr zerbrechen, wird der Raum überflutet und wir können bis nach oben schwimmen. Tolle Idee, Dean. Geh zurück. Was ist denn passiert, Dean? Das Wasser muss einen Kurzschluss verursacht haben. Denkt dran, lasst eure Agentenintuition eure Augen sein. Du hast mir jetzt schon das zweite Mal das Leben gerettet, Dean. Du bist der Beste. Ich mache nur meine Arbeit. Hallo, ich bin hier eigentlich die gerettet werden müsste, verstanden? Hallo, wir werden gleich zu Agenten-Eierkuchen gepresst. So klappt das niemals. Wir müssen größeren Druck ausüben. Denk dran, wir müssen das mit Teamwork schaffen. Lasst uns zusammen was überlegen. Lasst uns doch lieber unsere Kraft zusammentun. Wir könnten unter Wasser eine menschliche Kette bilden. Das könnte uns den Druck verschaffen, den wir brauchen, um das Fenster zu öffnen. Fast geschafft. Nur noch ein bisschen mehr. Wir haben's. Das war ziemlich abgefahrenes Teamwork. Apropos Team, wo ist Dean? Was ist, wenn er immer noch da unten ist? Wir müssen ihn unbedingt retten. Was ist denn hier los? Der Ballsaal sieht ja auf einmal wieder ganz normal aus. Ich weiß nicht, aber diese Agentin bleibt nicht hier, um das herauszufinden. Sehe ich auch so schnell. Raus hier! Ganz ruhig. Unsere einzige Chance, Dean zu finden, ist, hier rauszukommen und Jerry anzurufen. Wir sind entdeckt worden! Laut! Terrence? Ist bei Ihnen alles in Ordnung, Lady? Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Wo waren Sie? Ich habe mich früh zurückgezogen, aber als ich nicht schlafen konnte, dachte ich, ein Spaziergang könnte mich ermüden. Oh, scheint geklappt zu haben. Sie meinen, Sie haben vom Erdbeben, das die Villa durchgeschüttelt hat, gar nichts mitbekommen? Erdbeben? Oder vom überfluteten Ballsaal, wo wir fast ertrunken sind? Überfluteter Ballsaal? Nein. Oder davon, dass Dean sich auf ganz seltsame Weise in Luft aufgelöst hat? Wie lange dauerte denn Ihr Spaziergang? Das klingt so, als ob Sie eine aufregende Nacht gehabt hätten. Aber keine Angst. Ich weiß genau, wo Dean ist. Würden Sie ihn denn jetzt gern sehen? Dean! Sehen Sie? Dean geht es gut. Oder besser, es wird ihm gut gehen, wenn Sie tun, was ich sage. Aufhören! Sie tun ihm doch weh! Sehen Sie? Je mehr Sie sich Dean nähern, desto fester wird der Druck des Plexiglases. Haben Sie etwa all die Jahre des Handtuchwechselns und des Zimmerservices überschnappen lassen? Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, immer nur Zweiter zu sein! Nichts, was Terrence tat, war jemals gut genug. Aber das wird sich von nun an ändern, meine lieben Freundinnen. Also, wenn Sie jetzt Ihren auserwählten Kollegen davor bewahren wollen, zerquetscht zu werden, schlage ich vor, Sie tun, was ich von Ihnen verlange. Okay, also was wollen Sie? Tut mir wirklich leid, dass ich Ihr Training unterbrechen musste und Ihre Lehre abgezogen habe, aber ich habe eine Mission für Sie. Sie drei werden jetzt Jerry ausschalten. Oh?
Ja, genau. Als ob wir jemals Jerry verletzen würden. Außerdem, was hat Jerry ihm denn überhaupt getan? Das weiß ich sehr gut und Sie können es ja herausfinden. Nachdem Sie ihn eliminiert haben, holen Sie den Mikrochip, den er unter seinem großen Muttermal am Hals trägt, und bringen ihn zu mir. Ich werde jede einzelne Ihrer Bewegungen beobachten. Versuchen Sie, mich auszutricksen, werden Sie Ihren Freund Dean niemals wiedersehen. Keine Angst, Dean, wir werden dich nicht hängen lassen. Draußen wartet ein Hubschrauber auf Sie. Sagen Sie Jerry von mir auf Wiedersehen. Falls ihr schon wieder alles vergessen habt, hier nochmal zum Mitschreiben. Also, erst sind wir diese normalen Highschool-Mädchen und Agentinnen. Und dann erzählt uns Jerry auf einmal, dass wir zu normalen Highschool-Mädchen und Superagentinnen befördert wurden. Und zu einer total schicken, streng geheimen Trainingseinrichtung geschickt werden. Ziemlich großartig, richtig? Falsch. Abgesehen davon, dass wir einen super attraktiven Mitspion namens Dean getroffen und mit ein paar coolen virtuellen Bub-Ausbildern abgehangen haben, war diese Erfahrung ziemlich durchwachsen. Nicht nur, dass wir bösartig von einem wütenden Ballsaal angegriffen wurden, unser Gastgeber Terrence stellte sich auch noch als Riesenfiesling heraus. Er hat Dean gefangen genommen und dann in so einen komischen Gelkäfig gesteckt. Und uns dann befohlen, Jerry auszuschalten und einen wichtigen Mikrochip mitzubringen, den er versteckt an seinem Körper trägt. Alles, was ich sagen kann, ist, wie unhöflich. Auf Autopilot um. Bereit zum Abspruch, Mädels. Okay, springt auf drei! Warte, zählen wir aufwärts oder abwärts? Aufwärts! Vergesst das Zählen, springt einfach! Gut gemacht. Für einen Moment dachte ich, meine Superagentin-Karriere würde mit einem frühen Ausscheiden enden. Bisher ist noch niemand in Sicherheit. Alex, halt dich fest. Danke für den Flug. Hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht einem von uns. Ich brauche eine Woche harter Yoga-Übungen, um meine Wirbelsäule wieder einzurenken. Okay, Mädels. Genug geredet. Wenn wir Terrence loswerden, Jerry finden und Dean retten wollen, brauchen wir einen Plan. Wenn dieser Megaloser Terry jede unserer Bewegungen verfolgt, wird es da nicht viel zu planen geben. Das einzige Mal, dass mein Name genannt wird, sollte sein, wenn Jerry ihn vor seinem Tode ausspricht. Also bitte, Ladies. Weniger grübeln, mehr eliminieren. Oder der gute alte Terrence beginnt seinen Prozess des Ausschaltens mit eurem Kumpel Dean. Bitte helft mir. Sieht aus, als ob unser Pläne-Schmieden schon offiziell beendet wäre. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kommt mit. Wartet, wo wollt ihr hin? Terrence liebt keine Überraschungen. Wir sollten erstmal eine Weile hierbleiben, Sam. Ja, tolle Idee, aber nur, wenn man keinen Geruchssinn hat. Tut mir leid, aber verzweifelte Situationen fordern ungewöhnliche Lösungen. Und jetzt lasst uns überlegen, wie wir Terrence abhängen können. Wenn wir doch nur nützliches Zubehör anstatt dieser lahmen Hologramm-Medaillons hätten, dann könnten wir etwas riskieren. Vielleicht sind sie ja doch nicht so lahm. Ich könnte versuchen, sie so zu manipulieren, dass sie unsere Bilder projizieren und Terrence glaubt, dass wir Jerry eliminieren. Aber in Wirklichkeit schleichen wir uns davon, suchen Jerry und sagen ihm, was wirklich mit Terrence los ist. Ganz genau. Könnt ihr
das nochmal wiederholen? Es ist die alte Lockvogeltechnik, Alex. Und damit du es weißt, sie ist echt brillant. In diesem Fall sage ich, lasst es uns versuchen, Leute. 3 Hologramm-Ablenkungsmanöver, sofort zur Stelle. Clover, Alex und Sam trifft. Clover, Alex und Sam. Oh, seht euch das an. Als Hologramm sehe ich noch viel heißer aus. Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Was findest du denn nicht gut, Sam? Mich? Ich bin so... Oh. Bitte, seit wann interessiert dich denn dein Aussehen? Genau seit jetzt. Ich sehe nicht gerade attraktiv aus. Ach, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, seine Eitelkeit zu entdecken, Sam. Wir müssen die durchgehende Ausstrahlung von Terrans Programm unterbrechen. Schon vergessen? Nein. Und ich habe auch schon eine Idee. Lasst uns gehen. Runter mit den Schirmen, Leute! Terrans versucht, seine Spione zu finden! Ja, genau. Da sind sie ja endlich. Geduld, Terrans, hab doch Geduld. Oh, nein, zu konservativ. Nicht konservativ genug. Seht doch mal, da ist Jerry. Nehmen Sie mein Portemonnaie. Es ist in meiner Tasche. Cool, Geld zum Einkaufen. Clover. Clover? Ladies, was machen Sie hier? Warum sind Sie nicht in der WUB-Einrichtung und trainieren für Ihre Beförderung? Wenn Sie ohne Erlaubnis shoppen gehen, können Sie sicher sein, dass Sie gefeuert werden. Tja, kein Problem. Denn bisher war unsere große Beförderung nichts als ein riesengroßes Fiasko, und zwar total. Jerry, irgendwas ist schiefgelaufen. Die Trainingseinrichtung hat sich in eine Foltereinrichtung verwandelt und Sie haben Dean in eine Art Plexiglaszelle eingesperrt. Und dieser kaputte Gastgeber Terrans, der sich um uns kümmern sollte, will jetzt, dass wir uns um Sie kümmern. Und mit um Sie kümmern meint er Sie eliminieren. Terrans, das kann ich nicht glauben. Heißt das etwa, Sie kennen diesen Kerl? Sagen wir einfach, er ist eine Person aus meiner Vergangenheit. Also, diese Person aus Ihrer Vergangenheit will Sie so schnell wie möglich ausschalten. Und er will außerdem, dass wir einen Mikrochip von Ihnen kriegen. Meine Güte, das ist wirklich ernst. Wir sollten sofort zu mir nach Hause in mein Büro gehen. Na, haben Sie alle reingepasst? Wir haben uns eher reingequetscht. Verzeihen Sie die Unordnung, Ladies, aber ich habe keine Gäste erwartet. Kassetten? Neon? Wow, Jerry, das ist ja hier ein totales 80er-Jahre-Museum. Also, Jerry, für so einen Hightech-Mann wie Sie leben Sie aber zu Hause ganz schön veraltet. Apropos Vergangenheit, wer ist denn das andere Kind auf dem Bild? Das da ist mein Zwillingsbruder. Hallo, ganz schön geheimnisvoll. Ja, seit wann haben Sie denn einen Zwilling? Seit seiner Geburt, das weiß ich ja sogar. Okay, Ladies, Zeit, sich zu konzentrieren. Wir haben etwas zu erledigen. Unsere einzige Hoffnung ist, durch einen ausgefeilten und überzeugenden Angriff auf mich, Terrans so zu überlisten, dass er glaubt, dass ich wirklich gestorben bin. Ein Angriff, der von jedem von Ihnen meisterhaftes Schauspieltalent erfordert. Cool. Nur ein paar Schuhe? Bla, bla, bla. Jetzt wurde wirklich genug geredet. Bewegt euch oder Terrans macht euch Beine. Dieser Plan rockt. Total. Aber fallen Sie nicht bei dem Teil, wo wir spielen, dass wir Sie von der Brücke werfen, wirklich von der Brücke? Ich werde ein Bungee-Seil diskret um einen Knöchel geschlungen haben. Und wegen des geheimen Mikrochips, den Terrans verlangte. Eklig. Ich ersetze den richtigen Mikrochip durch eine Attrappe. So etwa. Gute Idee. Was hat es denn überhaupt mit dem Mikrochip auf sich? Für lange Erklärungen bleibt später noch genügend Zeit, hoffe ich. Vergessen Sie nur nicht, während der Verfolgung den Leberfleck abzureißen. Ich Glückliche. Und geben Sie Terrans den falschen Chip, wenn Sie wieder in der Trainingseinrichtung sind. Wann werden wir Sie wiedersehen? Ich werde zu Ihnen in die Trainingseinrichtung kommen, wo wir dann zusammen Terrans besiegen und Dean retten. Das klappt, Jerry. Lasst uns gehen, Spione. Aber nicht ohne Ihr Zubehör.
nenne ich einen gut gefüllten Kühlschrank. Molekültrennendes Haarspray? Perfekt, ich könnte wirklich mal meine Frisur ändern. Ich würde das nicht an Ihren Kopf halten. Es ändert wesentlich mehr als nur Ihre Frisur. Ein nicht so fröhlicher Scherzartikel. Wie ironisch. Ein Sonarhandy mit Antennenbohrer. Cool. Oh, ich meine, out. Ich fahre lieber die Antenne ein, bevor ich es jetzt in meine Tasche tue. Und für mich eine Ascot-Lasernadel. Und natürlich X-Puder. Ich habe immer welche zu Hause vorrätig. Ja, dann kann ich jetzt endlich ein paar richtig schicke Outfits anprobieren. Und? Du siehst wie ein Sofa aus. Wie war? Und nun los, bevor Terrence ihren kleinen Trick noch entdeckt. Ich durchschaue Ihren Trick. Sie wollen Terrence zum Wahnsinn treiben. Vielleicht bewegt ihr euch, wenn ich euren lieben Freund Dean umbringe. Was wirklich eine der schwierigsten Entscheidungen ist, die man als junges Mädchen treffen muss. Auf Wiedersehen, hässliche Holospione. Hallo, echte Spione. Kommt schon, Mädels. Lasst es uns durchziehen. Das hat sie zur Vernunft kommen lassen. Was für ein perfekter Tag für einen kleinen Spaziergang. Ich kenne falsche Identitäten, aber falsche Leberflecke? Alex, was hat das alles zu bedeuten? Für Sie? Großen Ärger. Verzeihung? Tut mir leid, Jerry, aber ich habe keine Wahl. Ich nehme jetzt diesen Mikrochip und Sie bringe ich weg. Und zwar nicht, um Sie ins Restaurant einzuladen. Alex, das können Sie doch nicht tun. Ich wünschte, ich könnte es nicht, aber doch, ich kann es. Dann kann ich es auch. Ziemlich gut für einen alten Mann, aber ziemlich gut ist nicht gut genug. Ich habe euch gut ausgebildet. Tut mir leid, Lehrer, aber die Schulzeit ist vorbei. Nicht, solange ich es nicht sage. Okay, die Klasse kann jetzt gehen. Bitte lass ihn nicht verschwitzt sein. Ich hatte doch bitte gesagt. Hey, das ist mein Motorrad. Na, endlich kommt mal was Gutes im Fernsehen. Ha, ich bin frei. Ja, so frei gleich zu stürzen. Zeit anzuhalten, runterzufallen und aufzurollen. Das war knapp. Genau wie das hier. Tut mir leid, Jerry, aber für Sie ist die Sache gelaufen. Machen Sie sich's leicht und springen Sie an Bord. Noch nicht mal, wenn mein Leben davon abhinge. Sich denn so? Ihr habt Jerry nicht eliminiert. Das macht Terrence wirklich sehr wütend. Vertraut mir bitte. Ihr würdet Terrence bestimmt nicht mögen, wenn er wirklich sehr wütend ist. Ihm nach, Spione! Ihr seid doch besser ausgebildet worden. Pan Clover!
drüben. Los, kommt schon, führen wir das zu Ende. Nein, bitte! Ich flehe euch an! Ist das Teil seines Plans? Also, ich fürchte, nein. Ich flieg näher ran. Ja! Ja! Jerry, ich sehe ihn nicht. Ich fürchte fast, er ist weg. Für immer. Bravo, Agentinnen. Oder sollte ich Doppelagentinnen sagen? Endlich nach all diesen Jahren bekommt Terrence seine Rache. Und die ist ja so furchtbar süß. Ich sehe euch und den Mikrochip dann also wieder in der Trainingseinrichtung. Ich kann nicht glauben, dass Jerry nicht mehr da ist. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach das Bungee-Seil benutzt hat. Ich habe mich immer beschwert, dass Jerry uns gewuppt hat. Jetzt wird er uns nie mehr wuppen. Was sollen wir jetzt tun? Was Jerry von uns verlangt hätte, unsere Arbeit beenden. Du hast recht, Sam. Dean wird immer noch gefangen gehalten. Und Terrence verfolgt immer noch seinen fiesen Plan. Lasst uns herausfinden, ob Rache wirklich so süß ist, wie Terrence meinte. Ja, dieser komische Terrence soll an seinen Worten nochmal ersticken. Haben wir diesmal. Unsere beste Chance, Terrence zu besiegen und Dean zu retten, ist, Dean aus seiner Zelle zu befreien und seine auserwählten Kräfte zu benutzen, um Terrence zu schlagen. Klingt ziemlich einfach. Wenn wir nur wüssten, wie wir uns da reinschleichen können. Voila, ein versteckter Zugang. Wir sollen da reingehen? Das soll wohl ein Scherz sein. Ist doch nicht schlimmer als der Müllwagen. Guter Punkt. Komm schon, das Sonarhandy wird uns führen. Ich nehm's zurück. Verglichen mit diesem Ort hier war der Müllwagen geradezu keimfrei. Oh, woher wissen wir, wann wir unter der Trainingseinrichtung sind? Na, wir suchen nach einem großen Punkt auf dem Sonar. Ungefähr wie diesem hier. Fantastisch. Es ist Zeit, Dean aus seiner Zelle zu befreien. Und jetzt geht's los, Leute. Oh, da ist Dean. Aus und das sagt einiges, wenn man bedenkt, dass wir über so einen attraktiven Typen sprechen. Kommt schon, wir holen ihn besser da raus. Schnell. Das können wir nicht. Je näher wir rangehen, desto größer wird der Druck. Doch, das können wir. Dieses Molekültrainer-Haarspray hilft nicht gerade meinem langweiligen Aussehen, aber es ist starkes Zeug. Es erreicht ihn ja gar nicht. Oh, weiß Jerry denn nicht, dass man niemals Haarspray kauft, wenn es nicht extra stark ist? Es muss doch einen Weg geben, wie das Spray in die Zelle gelangt. Ja, aber das könnte gefährlich werden. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Sicherheit etwas stärker in den Hintergrund treten muss. Einverstanden. Aber Mädels, versucht das bitte nicht zu Hause. Fantastisch! Dean, wach auf! Ich bin's, Clover! Oh, du bist eine Puppe! Ruhig, Clover, jetzt ist absolut nicht die Zeit zum Flirten. Nein, Dean ist eine Puppe, eine wirkliche Puppe. Und was ist dann mit dem richtigen Dean passiert? Wie komisch, dass ihr danach fragt. Terrence! So treffen wir uns wieder. Kommt schon, los geht's. Also ich würde sagen, auf diese Weise kommt ihr aber nirgendwo hin. Ihr solltet mal eure verdutzten Gesichter sehen. Einfach unbezahlbar. Unbezahlbar? Das würde ich nicht sagen. Sie werden dafür bezahlen, Terrence. Ja, Dean wird uns aber sowas von retten. Dean! Das würdest du nicht wagen. Du hast recht, Terry. Das würde ich nicht. Gute Entscheidung, Auserwählter. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass unser Dean hier ein Doppelagent ist? Niemals! Unmöglich! Ich glaube, sehr wohl möglich. Ich habe erkannt, dass es mehr Spaß macht, auf der bösen Seite zu stehen, als auf der guten. Und ich habe tatsächlich gedacht, du wärst cool. Nur, dass du es weißt, Doppelagenten sind doppelt uncool. Gib nicht Dean die Schuld. Er konnte nicht widerstehen, mir bei meinem Spionoiden-Projekt zu helfen.
Und dieser Chip hier ist der Schlüssel, der uns endlich Einlass verschaffen wird. Ist doch egal, als ob uns Ihr blödes Droloidenprojekt interessieren würde. Das tut es schon noch, wenn ihr erst seht, wie es auf köstliche Weise böse ist. Tut uns leid, aber das Böse kann uns nicht beeindrucken. Und wieso habt ihr dann die ganzen Jahre bei diesem heuchlerischen, heimtückischen Jerry rumgehangen? Reden Sie nicht so schlecht über Jerry. Er war einfach der Beste. Total, und er hatte es bestimmt nicht verdient, so von uns zu gehen. Ruhe! Euer Jerry hat genau das bekommen, was er verdient. Ich bedauere nur sehr, dass ich nicht selbst miterleben durfte, wie er gelitten hat. Außerdem bedauere ich es ebenfalls, dass ich solche beispielhaften Spione, wie ihr es seid, jetzt loswerden muss. Also für einen Tag bedauern Sie ja ganz schön viel. Vielleicht sollten Sie deshalb den Plan, uns loszuwerden, auf später verschieben. Es ist wirklich zu schade, Spione mit so viel Stil und Mut schon bald zu verlieren. Besonders dich, liebe Sam. Was, wirklich? Sie finden nicht, dass ich langweilig aussehe? Mit diesem wilden, teuflischen roten Haar? Wohl kaum. Danke und... Für das, was Terrence gleich mit euch tun wird, werdet ihr ihm ganz bestimmt nicht danken. Zurück im virtuellen Ballsaal? Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Dieser Saal bringt Unglück. Kommt schon, Leute. Nur weil uns das letzte Mal die Wände entgegengekommen sind. Heißt das noch lange nicht, dass alles vorbei ist, oder? Auf Wiedersehen, Mädels. So schwer es auch zu glauben ist. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es so enden muss. Dann tut es wenigstens einem leid. Unruhige Landung! Unruhige Landung? Was hat denn das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir in großen Schwierigkeiten stecken. Was meint ihr, wo diese bodenlose Grube enden wird? Eilmeldung, Alex! Nirgendwo! Oh, erst erwischt es Jerry und jetzt uns! Kann denn dieser Tag noch schlimmer werden? Danny! Okay, das sieht jetzt wirklich schlecht für uns aus. Ich hasse es, das Offensichtliche auszusprechen, aber ich glaube, der Boden kann uns nicht länger tragen. Hey, wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung, aber zurzeit ist das unsere einzige Hoffnung. Den neuesten Stand zu bringen. Wir haben diese total gerechtfertigten Beförderungen bekommen, die sich als fürchterlich herausstellten. Dieser fiese Verbrecher Terrence hat uns befohlen, Jerry auszuschalten und wollte, wenn wir es nicht tun würden, Dean eliminieren. Total krank, oder? Wir haben dann Jerry gefunden und er hatte einen brillanten Plan. Wir haben einfach vorgetäuscht, Jerry ausgeschaltet zu haben. Und dann haben wir zusammen einen größeren Angriff auf Terrence gestartet. Allerdings gab es ein Problem. Der Plan funktionierte nicht so, wie wir es gerne wollten. Armer Jerry. Naja... Als wir dann zurück zur Whoop-Trainingseinrichtung kamen, fanden wir heraus, dass Dean echt unglaublich ein Doppelagent war. Wir waren total überrascht und dann hängt auf einmal unser Leben am seidenen Faden, als wir über diesem bodenlosen Grube-Ballsaal-Ding schweben. Und als es so aussieht, als ob wir so richtig untergehen, taucht dieser merkwürdige geheime Hubschrauber auf. Hallo, ich habe wirklich keine Ahnung, wie es mit uns weitergehen soll. Für die Rettung, Mr. Hubschrauberpilot. Oh, Jerry! Ich kann's nicht glauben! Sie leben ja noch. Sie sind's ja wirklich. Na, dann gibt's jetzt eine Gruppenumarmung.
Wie eklig! Wir sollten jetzt gerade schwitzen, nicht Sie! Das ist kein Schweiß, Clover. Das ist mein handgeschneiderter Taucheranzug von Graham aus London. So war ich im kalten Wasser sehr gut isoliert. Ah, so ist's besser. Aber wir dachten, Sie würden sich inzwischen die Geranien von unten ansehen. Das denkt Terence zweifellos auch. Ihre mehr als realistischen Reaktionen haben ihn überzeugt. Oh, wie konnten Sie uns nur so in die Irre führen? Das tut mir äußerst leid, Spione. Aber jetzt denkt Terence, dass ich mich mit den Meeresbewohnern amüsiere. Und wir können seinen gemeinen Plan, das Spydroid-Projekt zu stehlen, vereiteln. Spydroid, das ist alles, worüber man zurzeit spricht. Ja, wieso haben wir vorher nichts darüber gehört? Das Spydroid-Projekt ist Woops geheimstes Unterfangen. Ich leite es schon seit über 15 Jahren persönlich. In einer Hochsicherheitseinrichtung baut Woop an einer kleinen Armee von super ausgebildeten Androiden. Sie werden einmal die Superagenten der Zukunft sein. Lassen Sie mich das klarstellen. Sie wollen uns durch diese Maschinen ersetzen? Zeigen Sie so Ihre Dankbarkeit für unsere harte Arbeit? Ja, von wegen die Auserwählten sein. Ladies, diese Spydroiden werden erst in 50 Jahren einsatzfähig sein. Dann werden Sie zweifellos in Ihren bezaubernden Reihenhäuschen an Ihrem Tee nippen. Ihren Reihenhäuschen? Okay, in Ihren Villen auf den Bahamas. Aber Ihre Jobs sind sicher und wichtiger als je zuvor. Besonders jetzt, wo Terence noch frei herumläuft. Aber wieso interessiert sich denn Terence so sehr für diese Spydroiden? Leider wissen wir nicht, was für einen hinterlistigen Plan er gerade ausheckt. Aber wir wissen eins genau. Falls die Spydroiden jemals in die falschen Hände geraten sollten, könnten sie die Welt beherrschen. Wow, das könnte die wichtigste Woop-Mission überhaupt werden, abgesehen von der, wo unser Einkaufszentrum angegriffen wurde. Wir müssen ihn aufhalten. Dazu müssten wir ihn erstmal finden. Aber wo könnte er stecken? Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Idee. Überschallgeschwindigkeit! Willkommen in der Antarktis, Spione. Heimat von Woops geheimster Einrichtung. Wow! Sie ist so geheim, dass ich sie nicht mal sehen kann. Genauso soll es auch sein. Folgen Sie mir. Ich hoffe nur, dass es hier einen Whirlpool gibt. Und jetzt Ruhe bewahren, Ladies. Wir sollten ganz überraschend zuschlagen. Noch nie gesehen. Und glaubt mir, ich habe schon viele Androiden gesehen. Seht nur. Der Augenblick, auf den ich gewartet habe. Es ist Zeit, dass die Androiden aus ihrem Schlaf erweckt werden und Meister Terence dienen. Was ist denn da los? Steht auf, ihr Titantrottel! Die Spione müssen den Chip ausgetauscht haben. Ich habe Ihnen gesagt, wir können Ihnen nicht vertrauen. Das ist unmöglich! Unmöglich, es ist unser Geschäft. Oh, du lebst ja. Aber Terence hat doch mit seinen eigenen Augen deinen Kopfsprung gesehen. Nur ein Streich, den dir deine Augen spielen, Kumpel. Ja! Mit dir geht's abwärts, du Doppelagentenjüngelchen. Du warst noch nie in der Lage, dich gegen meine Streiche zu wehren, lieber Bruder. Bruder? Schön wär's. Ich fürchte, es ist wahr. Ladies, gestatten mein Zwillingsbruder Terence. Zwillingsbruder? Aber Jerry, er sieht ihn noch nicht mal ähnlich. Der Zauber der plastischen Chirurgie, Liebes. Ein kleiner Schnitt hier, ein kleines Straffen da. Denn seien wir ehrlich, wer will schon wie der fieseste Mensch auf der ganzen Welt aussehen? Jerry und fies? Sie träumen wohl. Anscheinend haben sie es noch nicht kapiert. Sie sind der gemeine Zwilling, nicht Jerry. Ja, Jerry hat sich sein ganzes Leben lang dem Ziel verschrieben, das Böse zu bekämpfen. Es tut mir leid, das zu sagen, aber nicht gerade sein ganzes Leben. Es gab eine Zeit, in der dieses Beispiel an Tugendhaftigkeit das Böse in Person darstellte, wenn auch in kurzen Hosen. Der junge Gerald und ich beendeten gerade die vierte Klasse in der ehrwürdigen Clocksworth-Akademie. Da wir wussten, dass unsere Eltern nicht weniger als Perfektion erwarteten, entschlossen wir uns, unsere Kenntnisse während des Abschlussexamens miteinander zu teilen. Sie,
haben geschummelt? Wir haben geschummelt. Aber eines verhängnisvollen Tages ging die Sache schief. Zumindest für mich. Mein Bruder hat mich voll auflaufen lassen. Mein Zwillingsbruder. Und so ging es mit dem Leben des kleinen Terence immer weiter bergab. Er musste sogar kleinere Geldsummen stehlen, um zu überleben. Und alles nur wegen seines lieben Zwillingsbruders. Und Sie erwarten, dass wir Ihnen das alles glauben? Nicht nur, dass Jerry nie betrügen würde. Der Gedanke, dass Jerry seinen eigenen Bruder verrät. Seinen Zwillingsbruder? Es ist das einzige Mal, dass ich in meinem ganzen Leben gelogen habe. Und es vergeht kein Tag, an dem ich es nicht bedauern würde. Genug von vergangenen Zeiten geschwafelt. Gib mir jetzt den richtigen Chip. Sofort! Es tut mir leid, lieber Bruder, aber ich habe ihn leider gar nicht. Anscheinend ist das jetzt schon das zweite Mal in deinem Leben, dass du lügst. Dean! Sieht so aus, als ob du dir eine Verletzung am Zahn zugezogen hast. Ja, ja. Passwort bitte. Winthorpe. Woher weißt du denn das? Dass das Passwort der Name deines Wombats aus deiner Kindheit ist? Dieses schäbigen, gefährlichen Beuteltiers, das du mehr als deinen Bruder geliebt hast? Wissen Sie, Milchkaffee gibt es auch ohne Koffein. Seht nur, meine eigene Armee bösartiger Jerrys, oder ist die sowieso überflüssig? Wow, wir haben ja sogar genau die gleiche Frisur. Wirklich sehr schlau. Was hast du denn noch für uns geplant? Sollen diese Kreaturen mit meinem Aussehen überall auf der Welt Banken ausrauben? Wie billig. Ist es ein Wunder, dass unsere Mutter mich am liebsten mochte? Banken ausrauben? Bitte. Ihr werdet der Zerstörung dessen beiwohnen, was ihr am meisten schätzt. Whoop. Und ihr selbst werdet die Zerstörung durchführen. Oh nein, das können Sie doch nicht tun. Meine Güte. Ihn gehen, ihr gemeinen Spidroid! Jerry Doppelgänger! Lass mich los! Damit werden Sie doch niemals durchkommen! Und wer soll mich aufhalten? Ihr vielleicht? Naja, bald starten die Flugzeuge, die ungefähr um 1.30 Uhr in Beverly Hills sein sollten. Bis 2.15 Uhr sollte Whoop in Trümmern liegen. Und danach geht es für ein kleines Nickerchen zum Strand. Ach, übrigens eins noch. Dean, du musst sie loswerden. Und mach es diesmal richtig. Und lass dir ruhig Zeit dabei. Dean, können wir nicht noch mal darüber reden? Weißt du, dieses Ding ist nämlich wirklich gefährlich. Eine gut gemachte Arbeit ist sich selbst Belohnung genug. Solltest du nicht eigentlich gemein sein? Du hast uns losgemacht. Und das war sein erster Fehler. Wartet, ich bin auf eurer Seite. Leute, ich kann das erklären. Hört mal zu, ich bin eigentlich euer von Whoop beauftragter Lehrer. Ich bin euer Freund. Alle eure virtuellen Lehrer waren nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Seht ihr? Wow, verschärft. Die einzige Möglichkeit für mich, euch hier lebend rauszubringen, war Terence Nähe zu suchen. Also habe ich vorgetäuscht, die Seiten zu wechseln. Außerdem habe ich euch in Aktion gesehen und wusste, dass ihr euch schon irgendwie retten werdet. Also bist du ein Doppel-Doppelagent? Doppel-Doppel? Kommt das nicht auf einen Vierfachagenten raus? Das Allerwichtigste ist doch, ich bin einer von den guten Jungs. Ich wusste doch, dass ein so süßer Typ nicht böse sein kann. Weißt du, ich habe doch bald diesen Debütantinnenball und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht... Später, Clover. Wir müssen jetzt erstmal Whoop retten. Gehen wir. Und denkt bitte daran, was ihr gelernt habt. Auch wenn sie uns ungefähr im Verhältnis 100:1 überlegen sind, könnt ihr am Ende doch gewinnen, wenn ihr eure Angst richtig einschätzt und steuert. Euch völlig auf eure Intuition verlasst und im Teamwork arbeitet. Seht ihr, er spricht sogar ganz süß. Wartet mal. Hm.
Da ist es. Das Whoop-Hauptquartier. Das Epizentrum alles Bösen. Achtung, Spy-Droide! Vollendet eure glorreiche Mission! Springt auf und greift an! Hey, der Boss ist zurück! Jerry, was ist denn los? Die Unschuldigen angreifen, wie heldenhaft. Und das kommt von einem wahren Ehrenmann. Jetzt sollten wir uns aber mal langsam der Party anschließen. Hauptquartier. Tut mir leid, er ist gerade von etwas gefesselt. Möchten Sie ihm auf den Anrufbeantworter sprechen? Sieh dich noch einmal um, lieber Bruder, bevor alles unwiederbringlich verloren ist. Tu, was du willst, Terence, aber du kannst Whoop niemals total vernichten. Naja, außer wenn ich den nuklearen Kern zerstöre. Das ist unmöglich. Nur ich habe die Berechtigung, an diese Information zu gelangen. Und ich habe persönlich das Sicherheitssystem entworfen, das auf dem letzten Stand der DNS-Scanner-Technologie basiert. Und da ich zufällig dein identischer Zwillingsbruder bin... Hast du meine DNS? Wieso habe ich denn nicht daran gedacht? Das ist das Whoop-Hauptquartier. Es wird gerade angegriffen. Hey, damit mache ich dich fertig. Ja! Das kommt aus dem Handgelenk. Jemand sollte die mal aufsammeln. Gehen wir? Terence, du weißt nicht, was du gerade tust. Ach nein. Das Herz von Whoop wird nicht länger wie dein kaltes, schwarzes Herz sein. Die Spy-Droiden werden sich in 60 Sekunden selbst zerstören. 59. 58. Leb wohl, mein lieber Bruder. Warte, können wir uns zum Abschied nicht wenigstens noch die Hände schütteln? Wie wär's denn mit dem geheimen Clodsworth-Akademie-Händedruck? Nur um der alten Zeiten willen. Ich nehme an, das ist sicher der passende letzte Abschied. Trotz dieser Vorkommnisse hier sollst du wissen, dass es mir wirklich sehr leid tut. Du warst ja schon immer ein komischer Vogel. Wohl eher ein schlauer Fuchs. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Eine laufende Zeitbombe bewegt sich auf das Herz von Whoop zu. Wir haben nur noch Sekunden und 498 sind zu besiegen. Mit etwas Glück kann dieser Chip das Ganze deaktivieren. Passwort bitte. Winthrop. Ungültig. Ungültig? Wer muss das Passwort verändert haben? In meiner Zwillingsbruder? Ungültig. Oh, sehr unhöflich. Ungültig. Schulstreich. Ungültig. Hinterhältiger! Ah! 15, 14, 13.
noch einen schönen Tag. Ja! Hinterhältiger, woher wusstest du das? Es war das Lieblingswort von Terrence. Jedenfalls immer, wenn er über Jerry sprach. 4, 3, 2, 1 und 0. Was? Aber wieso steht Whoop denn immer noch? Damit dürften meine Spione etwas zu tun haben. Hä? Mutter und Vater dachten, du wärst so vielversprechend. Aber leider hat dich dein schweres Schicksal vom rechten Weg abgebracht. Mein schweres Schicksal war es nicht. Du warst es. Ich kann wirklich nicht verhindern, dass ich mich mitverantwortlich dafür fühle, welchen Lebensweg du genommen hast. Wie überaus ehrenhaft von dir. Also habe ich unseren alten Direktor angerufen und gestanden. Ich werde bestraft und muss leider die 4. Klasse wiederholen. Ach, endlich ein bisschen Gerechtigkeit. Aber wir müssen alle Verantwortung für unsere Taten übernehmen, Terrence. Und ich fürchte, du wirst das in einer Whoop-Hochsicherheitszelle machen. Leb wohl, lieber Bruder. Ich bevorzuge auf Wiedersehen. Abgeschlossen. Dean hat gesagt, dass wir es total verdienen, Superspione genannt zu werden, weil wir Whoop gerettet haben. Also dann verdiene ich es aber, mich mit Dean zu verabreden. Schließlich habe ich dir dein Leben gerettet. Clover, es wäre mir eine große Ehre, dich zu deinem Debütantinnenball zu begleiten. Oh. Könnten wir zu dem eigentlichen Anlass hier zurückkehren, Ihren Beförderungen? Aber sicher! Wir könnten doch heute Abend unsere Beförderung mit einer Party feiern. Ja! Tolle Idee, Alex. Ladies, dies ist ein sehr ernster Anlass und... Ja! Oh, Mutter! Ja, natürlich freue ich mich, von dir zu hören. Es ist nur so, dass ich gerade etwas beschäftigt bin. Du bist hier? Am Flughafen? Ich habe dich eigentlich nicht vor nächster Woche erwartet. Aber ich bin... Es ist wirklich wichtig und es findet doch später diese Party statt. Und, ja, ist gut, Mutter. Ich bin dann sofort da. Tut mir leid, Spione. Wir müssen uns kurz fassen. Die Pflicht ruft. Wir verstehen schon, Muttersöhnchen. Mit diesen Medaillen hier werden Sie alle drei auf die Position von Superagentinnen befördert. Sam. Ja, vielen Dank, Jerry. Chloe. Nur um sicher zu gehen, das sind richtige Diamanten, keine billigen Imitate, oder? Alex. Oh, das ist ja ganz schön schwer. Mutter! Komm hier, Herr Dean. Ohne dich hätten wir das alles nicht geschafft. Danke, Mädels. Wache! Wache! Jerry, wie sind Sie denn hier reingekommen? Das war mein krimineller Bruder Terrence. Er ist geflohen und hat mich in dieser Zelle eingeschlossen. Wir müssen ihn finden, bevor er wieder zuschlägt. Sicher, Boss. Was immer Sie sagen.